Base. Dann Steffen Karnitz, Mitglied der Geschäftsführung der Bundesgesellschaft für nukleare Entsorgung, kurz genannt BGE. Rosi Dreyer, Mitbegründerin des Vereins LOTI gegen ein atomares Endlager in der Schweiz. Und da macht sich schon bemerkbar, wo wir hier auch sind. Und ich freue mich auch stellvertretend für die Umweltverbände, habe ich gesehen, dass auch der BUND Baden-Württemberg mit Herrn Mielert mit dabei ist. Sind Sie herzlich willkommen. Begrüßen darf ich auch die Presse mit Petra Jähle vom SWR und David Rutschmann vom Südkurier. Mit Ihnen allen möchte ich heute das Thema Endlagersuche in Deutschland und in der Schweiz diskutieren. Das Thema treibt mich natürlich nicht nur um als Staatssekretärin im Bundesumweltministerium, sondern schon seit langer Zeit hier in meinem Wahlkreis, in meiner Heimat. Ich komme ja auch aus der Anti-Atom-Bewegung und das hängt mit dazu zusammen. Was machen wir nachher auch mit den Abfällen? Und ich hatte kürzlich einen Artikel bei uns hier in der lokalen Zeitung auch gesehen und zitiere da einfach nochmal daraus: Unzureichende Beteiligung der Bevölkerung, mangelhafter Umgang mit wissenschaftlichen Daten, fehlende Transparenz. Diese Kritikpunkte wurden bei einer Veranstaltung der bundesweiten Anti-Atom-Initiative ausgestrahlt, am Verfahren zur deutschen Endlagersuche genannt. Auch im Kreis Waldshut sind potenzielle Standorte ausgewiesen und der Titel war Doppeltes Atomendlager-Szenario am Hochrhein. Und vor dem Hintergrund finde ich schon wichtig, wie intensiv wir uns auch beschäftigt haben in Deutschland mit der Atomendlagersuche, beziehungsweise wie entsorgen wir den Atommüll. Es gab die Endlagerkommission. Herr Karnitz und Herr König waren jeweils, der Herr Karnitz damals als Mitglied des Bundestages, Herr König als Präsident des BFS mit dabei in der Endlagerkommission. Wir haben uns intensiv damit beschäftigt. Der Gesetzgeber hat dann entsprechend auch das Gesetz 1:1 formuliert und auf den Weg gebracht und die Endlagersuche in Deutschland hat gestartet. Und warum ist mir das so wichtig, auch zu sagen, dass wir eine Transparenz haben und eine Beteiligung? Aus meiner eigenen Erfahrung hier an der Schweizer Grenze war es uns immer wichtig, auch mitreden zu können, mit uns zu beteiligen, zu sagen, was ist uns wichtig. Wir hatten damals erreicht, dass auch die Schweiz mit einer weißen Karte wieder beginnt. Und nicht einfach ein Endlager, was schon quasi so im Fokus stand, nämlich in Bänken alleine untersucht wird, sondern dass man mit der weißen Landkarte beginnt. Das Gleiche machen wir in Deutschland und die ersten Teilgebiete sind ausgewiesen. Da gehen nachher die Referenten auch nochmal drauf ein, wie bei uns es vonstatten geht. Und diese Transparenz ist wichtig, dass auch Vertrauen geschaffen wird und Vertrauen in diesen Prozess. Ich finde das vor allem auch für die Jungen wichtig, dass sie einen Prozess auch nachverfolgen können und zu sehen, wie verantwortungsvoll wir umgehen. Und ich halte es für eine kollektive Verantwortung für die nächsten Generationen genauso wichtig wie beim Klimawandel. Es betrifft über 30.000 Generationen nach uns, die bisher nichts von dem Nutzen hatten aus der Entstehung des Atommülls. Sie hatten keinen Nutzen davon, sondern die haben einfach die Lasten. Und vor dem Hintergrund ist es wichtig, dass wir uns auch verantwortungsvoll mit dem Thema umgehen. Ein Teil von meinem Wahlkreis hat kristallines Gestein und ist somit mit einer kleinen Ecke mit noch drin in den Teilgebieten. Ein Teil ist opalines Ton, ebenso wie das Schweizer Endlagergebiet. Und insofern glaube ich, es ist wichtig, auch nochmal hier Transparenz zu schaffen. Und das versuche ich auch heute Abend mit dieser Veranstaltung. Ich darf mich ganz herzlich schon mal bei den Referenten bedanken, dass sie heute Abend sich Zeit nehmen und virtuell quasi bei mir hier am schönen Hochrhein im Südschwarzwald auch dabei sind. Und wir haben uns darauf verständigt, dass die Impulse gegeben werden. Und ich würde sagen, wir beginnen mit Wolfram König mit einer Einführung. Er hat eine Präsentation und jetzt hoffe ich, dass das auch klappt mit der Technik. Lieber Wolfram, du hast das Wort. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe mich wirklich darüber gefreut und bin der auch gerne gefolgt, weil ich glaube, wir sind gut beraten, immer wieder
das Verständnis für dieses sehr komplexe, anspruchsvolle Verfahren ja das einmalig ist hinsichtlich seiner Ausgestaltung, seiner Beteiligungsmöglichkeiten wieder ins Bewusstsein zu rufen und eben nicht nur über Betroffenheit das zu erzeugen, das Interesse daran, sondern vor dem Hintergrund der Notwendigkeit, dass wir im Sinne des Gemeinwohls eine Lösung für diese hochradioaktiven Stoffe insbesondere finden müssen und es nicht anderen Generationen oder anderen Regionen einfach vor die Tür stellen können. Und dieses ist etwas, was, glaube ich, uns ja begleitet. Es ist der Versuch, möglichst viele unter dieses Dach zu bringen, die vielleicht früher als klare Gegner der Atomenergie unterwegs waren, bis hin zu denjenigen, die die Befürworter waren. Aber eben dieses spielt in der Bundesrepublik nicht mehr die Rolle, sondern es geht darum, jetzt das Know-how, das stabile System, was wir haben, die politische Verantwortung, die klar geregelt ist, zu fokussieren auf einen Weg, der uns zu einer Lösung für einen Standort bringt, der eben Sicherheit garantiert, die bestmögliche Sicherheit, wie es im Gesetz heißt, aber eben auch das Verfahren fair und transparent gestaltet. Ich würde jetzt gerne die Präsentation eingespielt wissen. Das sollte vorbereitet worden sein. Ist das? Ja, eigentlich schon. Jetzt frage ich mal meine Technik. Jetzt läuft's. Passt. Ist da, also genau. Ja, wunderbar. Dann kommen wir zur ersten Folie. Bitte weiter. Ja, es ist sozusagen das Momentum gewesen, was uns überhaupt ermöglicht hat, diesen Weg zu gehen. Ein jahrzehntelanger alter Streit zwischen den verschiedenen Akteuren, zwischen ja, dem Lagern, die Atomenergie für die Lösung des Problems, unter anderem des Klimaproblems, immer hielten und denjenigen, die dieses hinsichtlich der Risiken als nicht zu verantworten dargestellt haben und auch die Beweise dann letztendlich durch die leider großen Katastrophen dann mit auf den Weg bekommen haben. Das letzte war sozusagen Fukushima vor ja, etwas über 10 Jahren. Hier hat sich gezeigt, dass der zunächst politische Konsens für den Ausstieg, der ja schon mal existierte 1998, jetzt auch zu einem sozusagen ganz breiten gesellschaftlichen und von allen damals im Parlament getragenen Parteien wurde, nämlich dass sozusagen in Deutschland wir bis zum Jahre 2022 aus dieser Energieform aussteigen. Und damit wurde erstmalig eben der Weg geöffnet, nicht mehr über das Pro und Contra dieser Energieform zu reden, sondern über das, was mit auf den Weg gegeben worden ist durch den Einstieg, nämlich wie können wir diese Stoffe, die uns damit verbleiben, sowohl der schwach- und mittelradioaktiven, aber insbesondere auch der hochradioaktiven Abfallstoffe, wie können wir da einen Weg finden, der sozusagen Sicherheit gewährleistet, aber auf der anderen Seite eben auch gewährleistet, dass die Menschen mitgenommen werden. Die nächste Folie bitte. Das Problem, was wir sozusagen haben, in Castoren ausgedrückt, wird am Ende der Laufzeit ca. 1900 Castoren sein. Das sind große Behälter, die in Zwischenlagern stehen. Sie sind dort vorübergehend sicher, aber es ist eben kein Ersatz für ein Endlager. Es sind technische Bauwerke. Es wird mit Wachmannschaften, Stacheldraht und Beton und durch die Behälter selber die Sicherheit gewährleistet. Aber eben es handelt sich um hochradioaktive Abfälle mit einem sehr hohen Gefährdungspotenzial, das eben nicht in den Behältern dauerhaft sicher gelagert werden kann. Und wir haben hier auf der Karte die Verteilung in ungefähr 16 Zwischenlagern sind derartige Stoffe gelagert. Das sind einmal zentrale Zwischenlager in Ahaus, in Lubmin und in Gorleben und die dezentralen Zwischenlager, die an den Kraftwerkstandorten errichtet worden sind, eben auch in Baden-Württemberg, hier Philippsburg und Neckarwestheim. Nächste Folie bitte. Das Verfahren, was entwickelt worden ist, ist aus dem sozusagen intensiven Analyse der Fehler der Vergangenheit entstanden. Hier gab es die schon angesprochene Endlagerkommission, die sich angeschaut hat, was
ist national, international als Weg überhaupt möglich, um derartige Stoffe dauerhaft sicher von der Biosphäre fernzuhalten. Es sind aber eben auch gerade die Analysen gewesen der Fehler, die gemacht worden sind in Deutschland bei den Endlagerprojekten, die ja sehr stark auch im Fokus der Öffentlichkeit waren. Das ist die Asse zum Beispiel, wo keine hochradioaktiven Abfälle lagern, aber eben sehr viele Fehler, Wahrheiten verkündet worden sind, wissenschaftliche auch Wahrheiten, die eben sich als nicht haltbar herausgestellt haben. Also das Vertrauen in Betreiber und in Institutionen maßgeblich erschüttert haben. Es ist natürlich insbesondere auch das Verfahren Gorleben gewesen, das von Anfang an eben immer in der Frage stand, sind dort wirklich wissenschaftliche Erkenntnisse Grundlage gewesen für diesen Standort oder waren es rein politische Interessen, die zu der Auswahl des Standortes 1977 geführt haben. Und bis zum Schluss war eins der zentralen Punkte, die alle immer wieder beschäftigt hat, festgeschrieben, dass es nämlich keine förmliche Beteiligung gab. Es wurde alles unter bergrechtlicher Genehmigung abgefahren. Und dieses hat zusätzlich natürlich das Misstrauen sehr stark befördert. Und daraus ist die Schlussfolgerung gezogen worden, ein Verfahren aufzusetzen, das auf der einen Seite alle guten Praxen der Nachbarländer, aber auch das, was bei uns schon entwickelt worden ist, zu nutzen, um einen Prozess aufzusetzen, der wissenschaftsbasiert ist, der auf dem Stand von Wissenschaft und Technik operiert, aber eben auch sicherstellt, dass von vornherein die Menschen jederzeit die Möglichkeit haben, sich in den Prozess einzubringen. Also die Beteiligung steht ganz oben auf der Agenda und soll sicherstellen, dass eben zu jeder Zeitpunkt des Verfahrens, was gestuft ist, man sich einbringen kann und damit eben auch die Fairness gewährleistet wird, dass hier eben nicht politische Einzelinteressen oder von einzelnen Gruppen im Vordergrund stehen, sondern dass nach klar definierten Kriterien der Standort ausgewählt wird, indem man ihn zunächst sozusagen erstmal allgemein definiert, indem man Ausschlusskriterien definiert hat, indem man in dem ersten Schritt, was jetzt erfolgt ist, überhaupt erstmal die Geologie sich anguckt, ohne den Blick auf den, ja, auf den Boden, der oberhalb genutzt wird, zu lenken, sondern rein zu gucken, wo sind grundsätzlich geologische Formationen in Deutschland vorhanden, die geeignet sein könnten, eben derartige Stoffe dauerhaft von der Biosphäre fernzuhalten. Und dieses ist passiert im ersten Schritt, dazu wird Herr Karnitz dann gleich ausführen. Die Aufgabe jedenfalls ist, dieses Verfahren gestuft voranzubringen und immer wieder die Verantwortung dann letztendlich in den Bereich hinein zu verlagern, wo er hingehört, zu denjenigen, die mandatiert sind, nämlich in den Deutschen Bundestag, also wo durch drei Gesetze dieses Verfahren begleitet wird, bis am Ende ein Standort in Deutschland festgelegt wird. Die nächste Folie bitte. Ja, wer ist da sozusagen unterwegs? Zwei haben Sie eben, oder drei haben Sie letztendlich schon hier am Tisch als Vertretung gesehen. Natürlich zunächst das Parlament. Das Parlament, was das Gesetz auf den Weg gebracht hat, was die Rahmenbedingungen gesetzt hat. Es ist sozusagen ja vier, bist ja gleichzeitig beides. Also jedenfalls hier das Ministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit ist sozusagen das zuständige Ministerium, was hier die Aufsicht insgesamt über das Verfahren hat und die entsprechenden Schrittabfolgen im Detail dann auch noch verfeinert in Form dann auch von Verordnungen, die inzwischen teilweise schon erlassen sind und weiter notwendig sind. Die Behörde, die sozusagen das Ganze als Atomaufsicht begleitet und für die Öffentlichkeitsbeteiligung die Federführung hat, ist meine Behörde, die neu gegründet worden ist, das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung. Und in dem operativen Geschäft unterwegs ist die BGE, die Bundesgesellschaft für Endlagerung, eine GmbH, die eben sozusagen für den gesamten Endlagerbereich, für die vorhandenen Endlagerprojekte und insbesondere in diesem Fall eben auch für das Suchverfahren, das operative, die operative Verantwortung hat. Und das Ganze wird sozusagen durch ein weiteres Gremium begleitet, auch ein Novum. Es ist das nationale Begleitgremium, was eingerichtet worden ist, wo Personen des öffentlichen Lebens und sogenannte Bürger, die zufällig ausgewählt worden sind, den Auftrag haben, insbesondere
die Öffentlichkeitsbeteiligung immer wieder kritisch zu hinterfragen und für das im gesamten Verfahren immer wieder auch das zu vermitteln, was aus der Bevölkerung zu erwarten wäre, sofern sie sich nicht selbst sozusagen einbringen. Die Fragen, das Hinterfragen von Zwischenergebnissen, dass immer wieder sozusagen auch selber die Initiative ergriffen werden kann, vom nationalen Begleitgremium eigene Expertise einzubringen, um sicherzustellen, dass eben nichts durch die Ritzen fällt, dass sozusagen unterschiedliche wissenschaftliche Erkenntnisse oder eben Alltagserfahrungen eben immer wieder rückgekoppelt werden in das Verfahren selber. Die nächste Folie bitte. Ja, wir befinden uns jetzt in der ersten Phase der insgesamt drei Phasen und hier nochmal am ersten Schritt. Die erste Phase ist eben die Identifizierung möglicher Standortregionen. Und in einem ersten Schritt hat im Herbst letzten Jahres die Bundesgesellschaft für Endlagerung den sogenannten Teilgebietsbericht vorgelegt, mit für uns ja alle sehr erstaunlichen Ergebnissen, dass nämlich über die Hälfte der Bundesrepublik weiterhin durchaus zu betrachten sind aufgrund der geologischen Situation, die man sozusagen aus den vorhandenen Daten herauskristallisiert hat. Das ist auf der einen Seite natürlich überraschend, dass eben so große Flächen und ich glaube auch rund die Hälfte des Landes Baden-Württemberg letztendlich durchaus weiterhin erstmal in der Betrachtung bleibt. Aber es zeigt eben auch, dass wir in der Bundesrepublik über besonders gute geologische Verhältnisse verfügen, die sich lohnen, genauer anzugucken. Nämlich das Ziel ist ja, eine stabile geologische Schicht zu finden, die ausreichend groß ist, die auch robust ist gegen zum Beispiel Klimaveränderungen, ausreichend tief ist, um eben von der Geologie Kredit zu nehmen, die Sicherheit herzustellen, das Abschirmen herzustellen gegenüber der Biosphäre. Und hier sind drei Wirtsgesteine in der Betrachtung. Es ist das kristalline Gestein, also Granit. Es ist das Tongestein und es ist das Salz. Und in dieser ersten Phase befinden wir uns. Und wie sie genau derzeit aussieht, das wird uns gleich Herr Karnitz darstellen. Wenn es zu einer entsprechenden Konzentration kommt auf Standortregionen, beginnt eigentlich die auch sozusagen ja sehr energiegeladene Phase, wo es um einzelne noch Regionen geht, wo auch die gesamten Beteiligungsformate, die eigene Expertise, die man sich dann aneignen kann, die finanziert wird, Geschäftsstellen etc. Vorgesehen sind. Das heißt, also viele der Debatten, die wir derzeit haben, sind eigentlich fokussiert auf die Phase 2, wo eben nur noch ein ganz kleiner Teil der Bundesrepublik weiter in der Betrachtung ist. Dort geht es um übertägige Erkundungen. Dann wird ein weiteres Gesetz sozusagen die vergleichende Untersuchung der Phase 3 dann bestimmen. Und das Ganze hat das Gesetz vorgesehen, sollte, wenn möglich, bis zum Jahre 2031 abgeschlossen werden. Die letzte Folie bitte. Ja, es geht also darum, einen dauerhaft sicheren Standort für diese Abfälle in Deutschland zu finden, und zwar für die Abfälle aus Deutschland. Es geht darum, die Zwischenlager so kurz wie möglich in Betrieb zu halten, weil diese Zwischenlager eben keine langfristigen Sicherheiten bieten können für diese Stoffe, sondern wir brauchen eine geologische Tiefenlagerung. Es geht darum, eben nicht die Verantwortung auf andere zu verschieben, sei es auf morgen oder auf andere Regionen. Und letztendlich geht es darum, sich damit auseinanderzusetzen, dass die Gesellschaft bisher immer auch diese derartige Veränderungen, Eingriffe vergessen wird. Deswegen müssen wir ein System haben, das auch geeignet ist, die Sicherheit zu gewährleisten, ohne es dauerhaft zu überwachen, dass man eben es vergessen kann. Wobei der Auftrag, den wir mit auf den Weg bekommen haben, als Gesamtverantwortliche, ist, einen Standort zu finden, der eben die Sicherheit nachweisbar bringt nach dem heutigen Kenntnisstand, aber der zumindest für 500 Jahre die Möglichkeit öffnet, wenn es dann neue Erkenntnisse geben sollte, wenn andere Gesellschaften es vielleicht anders nutzen wollen oder wenn sie Risiken sehen, dass sie wieder an dieses Endlager herangehen können und die Abfälle bergen können, ohne sich selbst zu gefährden. Das ist der Auftrag, der im Gesetz steht. Das heißt also auch hier geht es darum, ein Lernsystem zu ermöglichen, dass andere, jedenfalls sofern sie neue Erkenntnisse haben, auch wieder an diese Abfälle herangehen können, ohne sich zu gefährden. Das ist unser Ziel und da stehen wir sozusagen als Gesamtgesellschaft
vor dieser Aufgabe mit den unterschiedlichen Rollen, die ich dargestellt habe. Und ich glaube, es ist eine ehrenvolle Aufgabe, der wir uns mit allen Energien stellen sollten. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank, Wolfram König. Das ist nochmal ganz eindrücklich dargestellt, wie der Prozess abläuft. Und seit dem Ausweisen der Teilgebiete und der Fachkonferenzen, die schon stattfinden, kommt ja etwas Bewegung in die Sache. Wer heute im Pressespiegel angeguckt hat, hat gesehen, dass manche Landräte prophylaktisch schon mal sagen, bei mir aber nicht. Und ich glaube, so wie man ein transparentes Verfahren erwarten darf und ein faires Verfahren erwarten darf, glaube ich, ist es jetzt auch wichtig, entsprechend das umzusetzen und die Verantwortung auch wahrzunehmen. Und Herr Karnitz hat mit das Gesetz als Abgeordneter beschlossen, hat jetzt eine neue Rolle, er ist nämlich seit 2018 Mitglied der Geschäftsführung der BGE. Und Herr Karnitz, Sie sind mittendrin jetzt auch in diesem Verfahren, gerade auch bei den Teilgebieten und auch bezüglich der Fachkonferenzen. Ich glaube, jetzt wird es spannend und auch nochmal, jetzt haben Sie das Wort. Vielen Dank, Frau Schwarze-Sutter, für die Einführung und für die Einladung. Ich bitte einmal die Technik, die Präsentation im Hintergrund auch einzuspielen. Perfekt, das sieht schon gut aus. Sind wir schon im Präsentationsmodus? Dann probieren wir das mal. Prima, herzlichen Dank. Ja, dann können wir direkt mal auf die dritte Folie springen. Herr König hat ganz viel schon zum Verfahren erzählt. Insofern würde ich dazu nur wenig sagen, würde aber mal beginnen mit ein paar Grundprinzipien, die wir uns nicht ausgedacht haben. Wenn ich sage wir, BGE, wer ist das eigentlich? Herr König hat es dargestellt. Wir sind ein Bundesunternehmen, zu 100% im Besitz des Bundes. Gesellschafter ist das BMU, das Bundesumweltministerium. Und das BASE ist eben die Aufsichtsbehörde. Wir haben die Aufgabe, jetzt operativ die Standortauswahl durchzuführen, aber tun das eben in einem klaren Konstrukt, das Herr König gerade beschrieben hat. Und mir ist das wichtig zu betonen, weil die Kriterien und die Grundprinzipien der Standortauswahl nicht willkürlich beschlossen worden sind oder von uns als BGE angewendet werden, sondern sie sind Beschlusslage auf Basis der Endlagerkommission und dann hinterher eben auf Basis eines Bundesgesetzes. Und diese Grundprinzipien stehen auf dieser Folie. Wir suchen einen Standort in der Bundesrepublik Deutschland. Das ist wichtig. Es gilt das Verursacherprinzip. Wir können uns unsere Abfälle nicht entledigen in andere Länder, sondern wir haben eine Verantwortung für die nuklearen Hinterlassenschaften in der Bundesrepublik. Wir suchen nach einem Endlagerstandort in der tiefen Geologie. Das hat Herr König beschrieben. Die Zwischenleger sind heute und morgen sicher. Sie dienen aber nicht der dauerhaften Sicherung der nuklearen Hinterlassenschaften, sondern diesen dauerhaften Schutz für mehrere hunderttausend Jahre können nur geologische Formationen abbilden. Das ist kein Weg, den sich die Bundesrepublik ausgedacht hat, sondern es ist eben aktuell der Stand von Wissenschaft und Technik. Den verfolgen auch andere Industrieländer. Wir können eben geologische Entwicklung deutlich besser prognostizieren als soziologische Entwicklung. Deswegen gilt es hier, den Blick in die Tiefe, in eine möglichst homogene Geologie zu richten. Wir suchen für einen sehr, sehr langen Zeitraum von 1 Million Jahren. Das ist für Außenstehende verständlicherweise und auch für uns ein unvorstellbar langer Zeitraum. Das bedeutet aber nicht, dass wir mit einer Hybris an das Werk gehen und glauben, wir könnten alles überblicken, was in 1 Million Jahren passiert. Aber wir wissen, dass eben in der Geologie die Entwicklung deutlich langsamer vonstatten gehen als an der Oberfläche. Die Schweden beispielsweise lagern in einem kristallinen Wirtsgestein ein, das dort im Prinzip seit 140 Millionen Jahren dort steht, so wie es heute steht. Die Erde selbst ist 4.600 Millionen Jahre alt und das bringt uns dann auch näher, warum Geologen bei einem Zeitraum von 1 Million Jahren von einem jungen Gestein reden, wenn sie von Gesteinen reden, die 1 Million Jahre alt sind. Also geologische Prozesse sind besser zu prognostizieren. Voraussetzung ist, dass gewisse Kriterien erfüllt sind. Die sind im Gesetz abgebildet, da komme ich gleich auch zu. Die Rückholbarkeit während des Betriebes, das ist ein Lernen aus der Vergangenheit. Das hat Herr König gerade schon beschrieben. Also sollte es zu neuen Erkenntnissen kommen oder sollte es zu Havarien kommen, die wir alle vermeiden wollen, muss es möglich sein, während des Betriebes auch eine Rückholbarkeit zu gewährleisten. Gleiches gilt für die Bergbarkeit. Das heißt, für 500 Jahre nach Verschluss des Bergwerks müssen wir an die Abfälle wieder herankommen.
Das sind besondere Anforderungen an die Dokumentation, aber auch an die Integrität der Behälter. Das heißt, der Behälter muss nach 500 Jahren noch angefasst werden können. Er muss noch über Tage befördert werden können, sofern es eben bessere Erkenntnisse gibt, mit diesen Abfällen anders umzugehen. Es ist ein wissenschaftsbasiertes und transparentes Auswahlverfahren. Im Kontrast zu einem willkürlichen Verfahren, in dem einfach festgelegt wird, du wirst es. Also eine Region, die möglichst dünn besiedelt ist, wo möglichst wenig Protest zu befürchten ist, dort setzt man es hin. Nein, das ist genau nicht der Anspruch dieses Gesetzes, sondern das Gesetz sagt, wir suchen den besten Standort nach klar definierten Kriterien in einem wissenschaftsbasierten Verfahren. Das heißt, es soll nach wissenschaftlichen Prinzipien gearbeitet werden. Wir müssen überprüfbar sein. Es muss Überprüfungsmechanismen geben. Die sind vom Gesetz her vorgesehen und etabliert. Und wir leben das auch innerhalb der BGE sehr intensiv, indem wir uns diesen Überprüfungsmechanismen stellen. Transparentes Auswahlverfahren heißt, dass wir auf Basis der Erfahrung der Vergangenheit davon ausgehen, dass nur wenn wir die Bevölkerung auf dem Weg hin zu den unterschiedlichen Zwischenschritten auch mitnehmen, wenn es Diskussionsformate, aber auch Beteiligungsformate gibt, dass nur dann es möglich ist, am Ende auch Akzeptanz zu erzeugen. Und das ist eben der Grund, warum es hier auch einen sehr umfangreichen Transparenzanspruch gibt. Wir die Dokumente, die wir erzeugen, veröffentlichen, wir gleichzeitig Stellungnahmen veröffentlichen, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die mit uns zusammenarbeiten, deren Gutachten werden veröffentlicht. Das ist sehr transparent. Das tut dann manchmal auch weh. Wir erleben das in diesen Tagen, was es bedeutet, mit Transparenz in Sachen Gebiete zur Methodenentwicklung umzugehen. Und Frau Schwarze-Sutter, Sie haben es angesprochen, auch das teilweise reflexhafte Verhalten, was dann eben entsteht, daran müssen wir üben. Daran muss die BGE lernen, aber ich glaube auch die gesamte Öffentlichkeit lernen, wie man mit solchen Dingen zukünftig auch umgeht. Aber das ist eine wichtige Anforderung im Standortauswahlverfahren. Und dazu gehört eben auch eine lernende Organisation zu sein und das Verfahren selbst hinterfragen zu gestalten, immer wieder Haltepunkte zu definieren, zu dem sich die Gesellschaft tatsächlich hinterfragt, gemeinsam mit der BGE, gemeinsam mit dem BASE, gemeinsam mit dem Gesetzgeber und festlegt, ob das das Verfahren ist, was weitergegangen werden kann und welche Fragen noch beantwortet werden müssen. Die nächste Folie bitte. Ja, das war nach vorne, genau. Dankeschön. Hier kann ich jetzt sehr schnell drüber hinweggehen. Das hat Herr König gerade ausgeführt, die drei Phasen der Standortauswahl. Ich möchte Ihren Fokus nur lenken auf die erste Phase. Wir befinden uns gerade in der Mitte der ersten Phase, am Ende des Schritt 1 und vor dem Eintritt oder bei dem Eintritt in Schritt 2. Der Zwischenbericht Teilgebiete ist vorgelegt worden. Warum sage ich das? Es ist wichtig, diese Phase 1 als eine in sich abgeschlossene Phase zu verstehen. Es geht darum, dass am Ende der Phase 1 Standortregionen vorgelegt werden, beraten werden, überprüft werden und dann hinterher auch beschlossen werden, die übertäglich in Phase 2 erkundet werden sollen. Diese Phase 1 ist unterteilt in den Schritt 1 in die Teilgebiete und in den Schritt 2 die Standortregionen. Die Teilgebiete sind ein Arbeitsstand der BGE. Auch das ist neu, dass staatliche Institutionen mit Arbeitsständen an die Öffentlichkeit gehen, die, wenn man so will, nicht vollständig sind, nicht vollständig sein können, sondern es war eben die Idee des Gesetzgebers, zu einem Zeitpunkt, zu dem noch keine gesetzlichen Fakten geschaffen werden, Beteiligung zu ermöglichen. Und das erleben wir jetzt gerade in der Fachkonferenz, eine sehr intensive Auseinandersetzung mit den Methoden, mit der Datengrundlage, mit der Art und Weise, wie Teilgebiete erzeugt werden und vor allem mit der Frage, wie geht es eigentlich in Schritt 2 weiter? Da komme ich dann gleich in der Diskussion gerne mit Ihnen auch nochmal drauf. Dann gerne die nächste Folie. Wir haben also jetzt Teilgebiete erzeugt und haben Teilgebiete ausgewiesen auf Basis einer weißen Deutschlandkarte. Das Gesetz gibt uns jetzt verschiedene Kriterien mit, wie wir von der weißen Deutschlandkarte zu Teilgebieten kommen. Und das Gesetz sagt sehr klar, es gibt Regionen, in denen müsst ihr nicht weiter nach Endlager suchen, nach Endlagerstandorten suchen, weil sie potenziell gefährlich sind, weil die geologische Barriere geschädigt sein könnte oder geschädigt wird potenziell in der Zukunft. Das kulminiert in den sogenannten Ausschlusskriterien, die im Gesetz festgelegt wurden. Und das sind die Ausschlusskriterien beispielsweise Bergbau und Bohrungen. Überall dort, wo wir Bergbau und Bohrungen haben in der Bundesrepublik, die in endlagerrelevanten Tiefen vorgedrungen sind, das heißt größer 300 Meter, müssen wir befürchten, dass es eine Schädigung, Vorschädigung der geologischen Barriere gibt. Deswegen werden diese Gebiete ausgeschlossen. Gleiches gilt für aktive Störungszonen. Das sehen Sie rechts daneben. Also dort, wo im Prinzip unter Tage Scherkräfte auftreten, dort, wo sich Platten zueinander verschieben, kann es zu Wasserwegsamkeiten kommen, kann Ihnen die geologische Barriere kaputt gehen, sodass Sie nicht weiter nach einem Endlager suchen. Gleiches gilt für die Seismizität, also Erdbeben,
Zonen größer der Klasse 1. Die sehen Sie relativ groß unten ja auch in Ihrer Region in dunkelblau eingezeichnet, werden ausgeschlossen vom weiteren Verfahren. Das gilt auch für die Hebung. Also überall dort, wo sich die Erde im Durchschnitt der Jahre mehr als 1 Millimeter hebt oder senkt, haben wir eine zu starke Bewegung in der Geologie. Auch das wird ausgeschlossen. Links unten sehen Sie das Ausschlusskriterium junge Grundwässer. Also dort, wo wir in großen Tiefen junge Grundwässer antreffen, ist das ein Indiz dafür, dass es eine Verbindung zum Grundwasserleiter geben könnte. Das wollen wir ausschließen. Deswegen werden diese Gebiete nicht weiter berücksichtigt. Vulkanismus unten rechts, nicht sehr ausgeprägt in der Bundesrepublik, aber es gibt einzelne wenige vulkanische Regionen in der Bundesrepublik, die vom weiteren Verfahren ausgeschlossen wurden. So das wurde also, sodass die weiße Deutschlandkarte in einem ersten Schritt schon deutlich eingefärbt wurde. Nächste Folie bitte. Wir haben dann bei den verbleibenden Gebieten die Mindestanforderungen angewandt, um festzustellen, wo sind denn gewisse Anforderungen erfüllt, die wir grundsätzlich immer brauchen. Da geht es noch nicht um die Frage bestmöglich, sondern geht es erstmal um die Frage, ist das vorhanden, ja oder nein. Es geht darum, dass wir in Tiefen größer 300 Meter Wirtsgesteinskonfigurationen im Salzton oder Kristallin finden, die mindestens 100 Meter mächtig sind und die ausreichend groß sind in ihrem Volumen, ihrer Ausdehnung, um dort ein Endlagerbergwerk zu errichten. Je nach Wirtsgestein sind das zwischen 3, 6 und 10 Quadratkilometern. Und wo wir die Barrierewirkung, die wir heute feststellen oder annehmen dürfen, für die nächsten 1 Million Jahre auch prognostizieren können. Und diese Mindestanforderungen sind angewandt worden. Und was übrig bleibt, sind jetzt auf der rechten Seite, sehen Sie das, die dunkelblauen Gebiete, die sogenannten identifizierten Gebiete, die also kein Ausschlusskriterium erfüllen und sämtliche Mindestanforderungen. Das sind aber noch nicht die Teilgebiete, die kommen jetzt auf der nächsten Folie bitte. Denn wir mussten erst die geowissenschaftlichen Abwägungskriterien anwenden, um jetzt zu Teilgebieten zu kommen. Die Abwägungskriterien werden wie alle anderen Kriterien übrigens auch im Verfahren immer wieder angewandt. Die geben uns einen Aufschluss über die Robustheit des sicheren Einschlusses, wenn man so möchte. Es geht um die Frage der Charakterisierbarkeit des Wirtsgesteinsvorkommens. Es geht um die Frage, wie die geologische Barriere im Einzelnen beschaffen ist, ob das Gebirge temperaturverträglich ist, hochradioaktive Abfallstoffe sind wärmeentwickelnd. Das Gebirge muss in der Lage sein, diese Wärme abzuführen, ohne spröde zu werden. Es muss eine Gasbildung potenziell aushalten können, ohne dass es brüchig wird, ohne dass es eben zu Wasserwegsamkeiten kommt. All diese geowissenschaftlichen Abwägungskriterien sind angewandt worden in einem ersten Schritt auf Basis von echten Daten und aber auch auf Basis von Referenzdaten. Referenzdaten sind im Prinzip Daten typischer Wirtsgesteinseigenschaften, die die beste Eigenschaft des jeweiligen Wirtsgesteins abbilden. Warum haben wir das so gemacht? Das haben wir deswegen getan, um sicherzustellen, dass der beste Standort aufgrund der Datenlage jetzt nicht uns durch die Lappen geht. Und das hat natürlich in der Konsequenz auch zu diesen überraschend großen und vielen Teilgebieten geführt, zu 54% der Bundesfläche. Die nächste Folie bitte. Ich komme jetzt einmal zu den Teilgebieten in Baden-Württemberg, 4 Teilgebiete im Ton- und im kristallinen Wirtsgestein. Insgesamt eine sehr große Fläche von fast 17.000 Quadratkilometern, 39 Kreise und kreisfreie Städte sind betroffen und in der Region Waldshut sind das eben die 2 schon angesprochenen Teilgebiete im kristallinen Wirtsgestein einmal und im Ton, der berühmte Opalinuston andererseits. Nächste Folie bitte. Einmal konkret das Teilgebiet 01300 im kristallinen Wirtsgestein ist ein sehr, sehr großes Teilgebiet. Sie sehen, dass die Mächtigkeit des einschlusswirksamen Gebirgsbereiches, also desjenigen Bereiches, in dem das Endlagerbergwerk potenziell errichtet würde, ausreichend groß ist. Wir haben eine minimale Mächtigkeit von 100 Meter. Das war die Mindestanforderung. Wir können auf Basis der Datenlage davon ausgehen, dass wir eine Mächtigkeit von 200 bis zu 1200 Meter vorfinden. Wir liegen ausreichend tief, das heißt zwischen 300 und 1300 Meter unter der Geländeoberkante. Und die Fläche ist natürlich mit fast 37.000 Quadratkilometern ausreichend groß. Die Barrierewirkung darf nach dem Gesetz eben als erfüllt erst einmal angesehen werden. Die Aussage, das ist mir nochmal wichtig, bedeutet jetzt nicht, dass wir überall in diesem Teilgebiet ein sicheres Endlager werden errichten können, sondern die Aussage lautet eher andersherum, dass die Datenlage uns Aufschluss darüber gibt, dass wir mal näher nachschauen müssen,
und dass wir in den Regionen drumherum sicher kein Endlager errichten können, in denjenigen Regionen, in denen wir also kein Teilgebiet ausgewiesen haben. Das ist, glaube ich, nochmal wichtig, weil es geht auf Basis der Datenlage jetzt darum, dass wir weiter eingrenzen. Es geht nicht darum, jetzt schon zu sagen, in jedem dieser Zipfel, wenn man so möchte, eines Teilgebietes kann man ein sicheres Endlager errichten. Das ist nicht der Fall. Nächste Folie bitte. Wir kommen dann zum zweiten Teilgebiet im Tongestein. Hier gehen wir eben auch von einer Gebirgsdurchlässigkeit aus, die ausreichend gering ist, um die Mindestanforderungen für ein Endlager für hochradioaktive Abfallstoffe zu erfüllen. Die Mächtigkeit des einschusswirksamen Gebirgsbereichs liegt zwischen 100 und 300 Meter und wir sind wiederum ausreichend tief, zwischen 400 und 1500 Meter unter der Geländeoberkante. Und auch hier wieder die Mindestanforderung. Flächenbedarf ist natürlich mit deutlich über 4000 Quadratkilometern erfüllt. Gleiches gilt grundsätzlich für die Barrierewirkung. Die nächste Folie bitte. Das ist Ihnen, glaube ich, grundsätzlich bekannt. Herr König hat auch darauf hingewiesen, was ist jetzt passiert in den letzten Monaten. Es gab die Veröffentlichung des Zwischenberichtes Teilgebiete im September, am 28. September. Es gab daraufhin viele Veranstaltungen, die stattgefunden haben. Online-Sprechstunden, die wir als BGE angeboten haben, vor allem aber die Auftaktveranstaltung zur Fachkonferenz in Kassel und dann eben die anschließende Fachkonferenz, die jetzt zweimal schon getagt hat und ein drittes Mal dann im August noch tagen wird und dann eben abschließend uns den Ergebnisbericht übergibt, den wir dann auch zu berücksichtigen haben auf dem Weg der Erarbeitung zu den Standortregionen. Nächste Folie bitte. Ja, hier haben wir nochmal zusammengefasst die verschiedenen Informationen, die Sie bei uns auf der Homepage finden. Sie können, wenn Sie Ihre Postleitzahl angeben bei uns auf der Homepage, können Sie sich reinzoomen in die Teilgebietskarte und können sich Ihr Teilgebiet anschauen mit detaillierteren Informationen, als ich sie jetzt im Schnelldurchlauf gegeben habe, nochmal mit Hinweisen zu Mächtigkeiten und zur Größe des jeweiligen Teilgebietes. Es gab verschiedene Fragen und Antworten an uns, sehr, sehr viele, die gestellt worden sind. Die haben wir öffentlich beantwortet. Die finden Sie bei uns eben auch auf der Homepage und sodass wir versuchen, hier ein Informationsangebot zu machen, das nochmal die vielen anderen Angebote auch ergänzt. Ich glaube, damit bin ich für den Moment erst einmal durch. Bitte die nächste Folie. Jawohl. Und bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und stehe aber gleich natürlich im Dialog mit Ihnen in der Diskussion auch zur Verfügung. Vielen Dank, Herr Karnitz. Das war, glaube ich, nochmal sehr ausführlich und auch nochmal klar, wie jetzt die Suche vonstatten geht. Und ich freue mich jetzt, Rosi Dreier begrüßen zu dürfen. Rosi Dreier ist in Hohenthingen am Hochrhein für die SPD im Gemeinderat und ist Mitbegründerin von LOTI. LOTI heißt kein Endlager nördlich Lägern und ist schon lange, da hat sich lange eingearbeitet und kann das nochmal auch von der Sicht der Betroffenen beziehungsweise hier ja doch aus in der Region ein Thema, was uns ja schon lange beschäftigt, auch berichten. Rosi, du hast das Wort. Jawohl. Ja, liese Rita Schwarzlöhr-Sutter, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass ich für unseren Verein LOTI nördlich Lägern ohne Tiefelager, dass ich hier in deinem Format da mitwirken kann. Ja, die Ausgangslage, die ist für uns so, der Müll ist da. Da, wo er ist, kann er nicht bleiben. Keiner will ihn haben. Und jeder hat dafür natürlich andere Gründe. Ja, ich möchte gern so im ersten Punkt so darlegen, was denn so Bürgerinnen und Bürger, was die Menschen hier, und jetzt rede ich von Menschen auf deutscher Seite wie auf Schweizer Seite, was uns hier, was Skepsis auslöst. Also unser LOTI-Verein, wir sind ein Verein nach Schweizer Vereinsrecht, aber auf beide Seiten unseres Vereins aktiv seit ungefähr 10 Jahren, seit auch hier die Standortsuche an der Schweizer Grenze konkreter geworden ist. Ja, wenn Sie mit Menschen auf der Straße sprechen, Atommüll, Endlager, dann kommt so ganz schnell das jetzt auch noch. Ja, wir sind hier im Einflugsbereich vom Flughafen Zürich-Glode. Der Flughafen beeinträchtigt sehr unsere Lebensqualität. Auf Schweizer Seite haben wir den Kiesabbau. Auch das hinterlässt tiefe Spuren in der Landschaft. Und Menschen haben jetzt hier den Eindruck, jetzt bekommen sie mit dem möglichen Atommüllendlager eine weitere Last auf die Schulter. Ein zweites. Wir sind hier an der Schweizer Grenze im Außenbezirk der Kernkraftwerke Betznau 1 und 2 und Leibstadt.
und mit einer heißen Zelle, mit einer Brennelemente-Verpackungsanlage, ohne, ja, das braucht man bei der Oberflächeninfrastruktur, gehen wir einen weiteren Schritt in die Nuklearisierung unserer Heimat. Und man muss, glaube ich, Europa verlassen, bis man wieder so eine Dichte hat an kerntechnischer Anlage. Und das löst Ängste aus. Menschen fragen ja, was sind die Auswirkungen von Niedrigstrahlung? Rita Schwarz-Lösswitter, du kennst diese Fragestellungen. Die viele Krebstote bei uns, ist das anderswo auch? Hängt es vielleicht mit der Dichte an kerntechnischer Anlage hier an der Schweizer Grenze? Du hast ja vorher so angetönt, was ist auf der anderen Seite von der Schweizer Grenze? Hängt es damit zusammen? Ja, ein dritter Punkt, vielleicht nicht der Bürger, die Bürgerin auf der Straße, aber was aus Skepsis auslöst, bei vielen, die so ein bisschen auch mit dem Thema vertraut sind, ist, dass das NAKRA-Konzept zur Atommüllendlagerung noch viele ja ungeklärte, sicherheitsrelevante Fragestellungen enthält. Das sind die Frage der Langzeitsicherheit, Frage der Rückholbarkeit, auch Frage, wie man so ein Lager markiert. Das heißt, wir beschäftigen uns jetzt auch in unserer Partizipationsgremie, beschäftigen wir uns damit, wie man die Oberflächeanlage konfiguriert. Aber nach dem Entsorgungskonzept, das ist noch längst nicht in trockene Tücher. Ja, das löst Skepsis aus. Ein weiterer Punkt, was große Besorgnis auslöst, das ist das Trinkwasser. Wir sind hier am Rhein. Der Rhein bedeutet, ja, ist wichtig für eine Trinkwasserversorgung für Millionen von Menschen. Und hier in der Nähe wird Atommüll vergraben. Das ist der Kantone. Also auf Schweizer Seite ist das ein großes Anliegen, aber am Landkreis Waldshut, auch uns, da haben wir kein gutes Gefühl dabei. Und wenn hier so in der Nähe ein Atommüllendlager oder auch eine Brennelemente-Verpackungsanlage platziert wird. Ja, weiter Flughafenbetrieb Zürich nördlich Lägern, da wohne ich gerade gegenüber. Das ist erwiesen, dass es im als Auswirkung so vom Flughafenbetrieb alle 10 Jahre zum Schadensereignis kommt. Und ein Volltreffer in einer Oberflächeanlage, in einer heißen Zelle, in einer Brennelemente-Verpackungsanlage, ja. Ja, ein weiteres, es wird bei uns immer wieder die Befürchtung geäußert, dass nicht die Stimme der Wissenschaft den Ausschlag gibt bei der Wahl des Standorts, sondern eben doch politische Überlegungen. Natürlich wird der Atommüll nirgends vergraben, wo es nicht geeignet wäre. Aber man kann ja so eine Befürchtung, so auch eine Skepsis, man kann ja hinter der Kulisse des Verfahrens aus so schieben, dass es eben an einen Standort käme, der politisch vielleicht eher durchsetzbar ist, aber doch nicht der allersicherste. Ja, das so, so einfach einige Punkte der Skepsis. Auch mir sehe, das war so mein Eingangssatz, Eingangsstatement, mir sehe, dass es eine Lösung geben muss. Ja, ich habe jetzt in denen Punkte so ein bisschen zusammengefasst, was die Vorbehalte von Bürgerinnen und Bürgern hier ist. Und jetzt besonders von deutscher Seite her, es wird auch schon als Herausforderung eine gute Nachbarschaft empfunden, wenn das hier so, ja, so an die Grenze gesetzt wird. Ja, mal soweit meine Punkte der Skepsis. Danke fürs Zuhören mal soweit. Vielen Dank, Rosi Dreier. Und bevor wir in die Diskussion einsteigen, sage ich einmal, Sie können sich melden über die Handfunktion oder über den Chat. Im Chat sehe ich bis jetzt eine Frage. Moment. Ah ja, nee, noch keine Frage, aber der Herr Dittes hat sich gemeldet. Und ich will vielleicht eine Frage mal beginnen, weil das jetzt gerade vielleicht auch so ein verbindendes Element ist. Wie geht man eigentlich mit der Kommunikation um, weil wir ja tatsächlich aus der Situation am Hochrhein vielleicht auch was lernen können. Wir haben mit der weißen Karte hier begonnen, es ist ein Prozess und trotzdem ist immer wieder die Frage, er wird begleitet, wissenschaftlich begleitet. Es gibt auf der deutschen Seite auch die Begleitkommission. Da sitzen Landräte drin, Bürgermeister, Umweltorganisationen, Hauke Schneider vom NABU. Ich glaube, er ist auch mit dabei, wenn ich nicht. Aber der NABU ist auch mit vertreten. BND ist mit vertreten.
Es wird unterstützt durch die ESCT, das ist die Expertenkommission Schweizer Tiefenlager, wo wir gerade auch hier die Finanzierung für weitere Jahre beschlossen haben, also von Bundesseite wie von Landesseite. Wir haben eine deutsche Koordinationsstelle Schweizer Tiefenlager. Und trotzdem ist immer wieder so ein Punkt da des Misstrauens. Und ich glaube, das ist nochmal wichtig, wie man auch die Prozessschritte entsprechend nicht nur dokumentiert, sondern wie man diesen Prozess der Endlagersuche auch kommunikativ begleitet. Und das ist sicherlich eine Herausforderung. Das mal von meiner Seite vielleicht auch mit so einer Eingangsfrage von mir. Wie wird das begleitet, dass jemand, wo vielleicht schon länger dabei ist, der weiß, wie das der Prozess lief, kennt die Historie, wenn neue Leute dazukommen, und davon kann man ja ausgehen, gerade wenn die Betroffenheit steigt. Wie begleitet man das aktiv, beziehungsweise wie ist das vorgesehen? Herr König. Ja, gerne. Also Frau Dreyer, was Sie da dargestellt haben, ist etwas, was, glaube ich, es gut auf den Punkt bringt, welche Ängste, Sorgen mit genau solchen Anlagen verbunden sind. Das ist ja der Versuch, mit diesem sehr transparenten, nachvollziehbaren Prozess, der auch immer wieder die Möglichkeit gibt, sich in die Diskussion einbringen zu können, eben das Vertrauen herzustellen, um das es ja eigentlich geht. Es geht darum, dass eben durch die Erfahrung der Vergangenheit Vertrauen natürlich nicht gerade stärker geworden ist, auch in staatliche Institutionen, also gerade durch die Erfahrung Asse, aber auch was Gorleben angeht. Und es hat sich im Nachgang ja gezeigt, immer wieder, dass Sicherheitsversprechungen dann nicht eingehalten wurden. Und genau das ist die Antwort, was durch das Verfahren gegeben wird. Das Verfahren soll dieses Vertrauen erzeugen und soll die Möglichkeit geben, dass auch die Menschen, die heute noch keine Lust haben oder gar nicht von dem Prozess sich betroffen fühlen, die Möglichkeit haben, einzusteigen in jede Phase. In jede Phase, und zwar dadurch, dass jeder Schritt so dokumentiert ist, dass entscheidende Weichenstellungen so dokumentiert sind, dass man auch im Nachgang sie nachvollziehen kann und sie als fair empfunden werden. Weil natürlich im Raum immer diese Frage steht, ja, ist nicht im Hintergrund, Sie hatten es gesagt, irgendeine Macht am Gange, diese Dinge anders zu steuern, als sie eigentlich aus dem jeweiligen Stand des Wissens heraus notwendig wären. Durch die den klaren Auftrag an den Betreiber, diese Transparenz herzustellen, wie die Daten erhoben werden, wie sie verwertet werden, und durch die Tatsache, dass alles dokumentiert wird. Also es gibt eine staatliche Dokumentationsplattform, die dauerhaft geschaltet ist, wo alle wesentlichen Ergebnisse abrufbar sind. Das ist die Paragraph 6-Plattform, die bei uns läuft, ist sichergestellt, dass diese Weichenstellungen nachvollziehbar sind. Aber wir haben es natürlich damit zu tun, dass wir ein Grundmisstrauen haben, eben aufgrund unserer Historie, wohl wissend, dass wir natürlich auf der anderen Seite eine ganz, ganz große Anzahl von Menschen auch haben, die sagen, wir bezahlen Steuern, wir wollen, dass die Sicherheit durch die staatlichen Institutionen gewährleistet werden. Also die haben auch die Aufgaben zu erledigen. Und dieses zusammenzubringen ist ein Dilemma, weil wir eigentlich ein Interesse daran haben, möglichst viele in den Prozess hineinzuholen, aber gleichzeitig natürlich immer wieder erfahren, dass gerade zum jetzigen Zeitpunkt das Interesse sehr begrenzt ist. Also es ist sehr überschaubar gewesen, unsere Informationsangebote, die wir in Stuttgart zum Beispiel vor 2 Jahren hatten. Da haben wir intensiv drum geworben, auch die politischen sozusagen Mandatsträgerinnen und Mandatsträger aus der Landesregierung, aus der Regierung, waren sehr übersichtlich nur sozusagen daran interessiert. Jetzt plötzlich, wo der Bericht vorliegt, warum haben wir vorher es nicht gewusst? Und das ist etwas, was wir nicht beantworten können, sondern Transparenz, Nachvollziehbarkeit hat immer 2 Seiten. Das ist einmal eine Bringschuld von unserer Seite, diese Transparenz herzustellen, aber es ist auch eine Hohlschuld. Und wir müssen gucken, dass wir das zusammenkriegen, um deutlich zu machen, hier ist nichts irgendwie, was gemauschelt wird, sondern wir wiederholen nicht die Fehler der Vergangenheit, sondern wir lernen daraus. Und dort, wo Fehler passieren, da müssen sie offensiv angesprochen werden und werden sie auch entsprechend zu beantworten sein. Und das ist, glaube ich, etwas, was Vertrauen herstellen kann. Das sind unsere Antworten, die wir derzeit geben können. Also es ist wirklich eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die wir vor uns haben. Vielen Dank. Jetzt hat sich gemeldet Hauke Schneider vom NABU. Dann Herr Mielert vom BUND. Ja,
Vielen Dank für die Einladung zuerst mal. Herr König, wir hier im Hochrhein haben wir uns sehr lange überlegt, wie wir uns beteiligen aus Umweltsicht, also von Umweltseite her, von verschiedenen Verbänden. Uns ist es extrem schwierig, bei so einem langen Prozess Kontinuität hinzubekommen. Die letzten 5 Jahre haben wir eigentlich sehr viele von unseren beteiligten Personen, die in den verschiedenen Begleitgremien dabei waren, eigentlich einen Schichtwechsel gemacht und eigentlich einen Generationenwechsel hinbekommen. Insofern ist es ein sehr langes Verfahren. Und wie Sie vorhin gesagt haben, basiert es eigentlich sehr stark auf Vertrauen ins Verfahren. Also NACRA hat das eigentlich vorgemacht. Wenn die Bevölkerung und wenn die Personen nachvollziehen können, wie dieses Verfahren läuft und wie man eigentlich sich einbringen kann und immer auf dem neuesten Stand der Technik ist, dann wächst das Vertrauen eigentlich. Und insofern ist eigentlich die Informationspolitik und auch das Informationsverfahren muss transparent sein, dass man das nachvollziehen kann. Jetzt gerade vorhin haben wir wieder einen Zahlenstrahl gesehen, der eigentlich nur in eine Richtung geht. In der Technik haben wir Qualitätszirkel. Da bewegen wir uns in Kreisen eigentlich vorwärts. Und das ist hier eigentlich auch die Frage, wenn jetzt die Technik irgendwann sich wandelt und verbessert oder neue Technologien aufgehen, dann muss es möglich sein, auch im Diagramm 2, 3 Schritte zurückzugehen und vielleicht ein Graphitlager stellen oder anderes einzubeziehen. Was ich als Frage hätte, wäre sicherlich, wir haben jetzt vorhin gehört, die 500 Jahre Zugänglichkeit. Das bedeutet, dass wir parallel zur Endlagerung auch an Forschung arbeiten müssen, um irgendwas mit diesem Material eventuell tun zu können. Also selbst wenn wir nachher in die Atomkraft nicht mehr einsteigen wollen, müssten wir trotzdem jetzt schon Forschungsaufträge laufen haben, die eventuell was mit radioaktivem Material machen können. Wir haben ja auch schwach radioaktives Material. Wir haben ja auch medizinisch radioaktives Material. All das passt ja eigentlich in die gleiche Richtung rein. Und dann eben Stand der Technik, dass das sich trotz allem fortentwickelt. Wie findet man das im Bundeshaushaltsplan, wie viele Mittel werden da kontinuierlich eingesetzt, weil es ist ein sehr langes Verfahren. Gut. Ja, jetzt, danke. Ich sage, wenn ich das an beide, glaube ich, gerade weitergeben kann, dann kann ich vielleicht am Schluss sagen, diese Mittel für den Haushalt, die sind immer eingestellt. Und aus meiner Erfahrung darf ich mal sagen, ich werde dann auch nett als Staatssekretärin vor dem Haushaltsausschuss zitieren, beziehungsweise Rechnungsprüfungsausschuss oft zitiert, ob das dann auch entsprechend kontrolliert wird. Also man legt viel Wert auf das Controlling. Ich finde aber durchaus wichtig, dass wir die Mittel, und das haben wir auch immer so gehalten, auch gesichert sind, dass eine vernünftige, dass die Endlagersuche vernünftig vonstatten geht, aber auch genauso im Bereich Forschung. Das nochmal ganz kurz als Einschub. Herr Kahnitz, wollen Sie beginnen mit der Antwort? Ja. Das mache ich gerne. Also das Thema, ich würde nochmal auf das Thema Technik in Kreisen insbesondere eingehen und die Frage, ist das eigentlich ein lineares Verfahren oder ist es das nicht? Es ist grundsätzlich schon ein Verfahren, das natürlich darauf ausgerichtet ist, gewisse Meilensteine zu erreichen und die Notwendigkeit, Meilensteine zu erreichen, die ist natürlich auch da aus unterschiedlichen Gesichtspunkten. Wir werden 2022 aussteigen, endgültig aus der Kernkraft. Die Frage des Know-how-Verlustes, die steht an. Die Frage der Zwischenlager steht an. Und deswegen ist es richtig, dass der Bundestag hier auch einen ambitionierten Zeitplan mitgegeben hat. Aber in diesem Zeitplan sind verschiedene Haltepunkte implementiert. Das sind Haltepunkte, zu denen eine Prüfung stattfindet, eine Prüfung durch das BASE stattfindet, es Beteiligungsformate gibt, es auch die Möglichkeit der Verfahrensrücksprünge geben kann, theoretisch, ja, also gehen kann. Das heißt, Sie haben die Möglichkeit zum einen
in den Regionalkonferenzen Nachprüfungsaufträge zu stellen, die dann auch beantwortet werden müssen. Und das nationale Begleitgremium hat die Möglichkeit, über Akteneinsichtsverfahren eben tief reinzuschauen und festzustellen, ist das eigentlich nachvollziehbar, ist das nicht nachvollziehbar. Die Aufgabe der Beobachtung alternativer Entsorgungsformen, die haben wir alle gemeinsam. Das heißt, darum kümmern wir uns. Aber der Weg, der aktuell verfolgt wird, ist eben prioritär der Weg der tiefengeologischen Entlagerung, weil das aus unserer Sicht und aus Sicht der Wissenschaft im Moment der erfolgshäufigste Weg ist. Und wir insofern nicht darauf vertrauen können, dass es andere Technologien gibt, die in 50 Jahren, in 100 Jahren möglicherweise so reif sind, dass sie funktionieren können. Da sollte man weiter schauen, immer drauf schauen, das müssen wir, ob dieser Weg auch geht oder ob der nicht geht. Im Moment geht er nicht und deswegen müssen wir als BGE klar diesen Weg der tiefen geologischen Entlagerung prioritär auch verfolgen, ohne die Augen zu verschließen davor, dass es auch theoretisch andere Lösungen geben könnte. Vielen Dank. Herr Grönig. Zwei weitere Punkte. Das eine ist junge Menschen, Sie hatten es angesprochen, das Thema erreicht in der Regel uns aus einer Generation, die sehr stark sozusagen damit sozialisiert worden sind, auch politisiert worden sind. Wir haben eine Riesenaufgabe vor uns, klarzumachen, dass das letzte Kapitel, das zu schreiben ist, nämlich die Entsorgung, ein sehr, sehr langes ist und sehr viel Energien benötigt, Unterstützung, aber auch Know-how. Das ist angesprochen worden mit der Frage Know-how-Erhalt und Erweiterung, ohne selber wieder in diese Technologie einsteigen zu müssen, zu wollen. Das ist das Zweite. Forschung hat eine ganz zentrale Rolle, weil ganz viele Fragestellungen uns noch sozusagen mit auf den Weg gegeben worden sind. Eines angesprochen worden, Behälter, zum Beispiel Integrität über 500 Jahre in diesem Wirtsgestein sicherzustellen. Da bitte ich nochmal, vielleicht ist das Verständnis nochmal zu schärfen. Es geht nicht um eine Offenhaltung dieses über 500 Jahre, sondern es geht darum, die Rückholbarkeit während des Betriebszeitraums sicherzustellen, wenn eine Havarie eintritt, und dann zu schließen und von der Geologie Kredit zu nehmen und es so zu schließen, dass es dauerhaft sicher ist. Aber wenn andere meinen, sie können da wieder rangehen und müssen da rangehen, weil sie zum Beispiel neue Technologien entwickelt haben oder wieder einsteigen wollen in die Kerntechnik, dann sollen sie die Möglichkeit haben. Also das ist der Punkt, der mit diesen 500 Jahren versehen ist. Es ist nicht eine Offenhaltung. Es ist ein klarer Auftrag, nicht zu forschen in neuen Technologien. Teilweise passiert das durch Fonds oder Mittel, die auch der Wirtschaftsminister zur Verfügung stellt. Das ist nicht in unserem Ressort. Aber in meinem Amt ist nicht ohne Grund übrigens in dem einzigen Bundesamt, in dem Ressort, eine eigene Forschungsabteilung aufgebaut worden, weil wir eben ganz, ganz viele Fragen noch zu beantworten haben, was Sicherheitsaspekte berührt, was Beteiligungsaspekte berührt, was aber eben auch sozusagen gerade solche Dinge berührt. Wie können wir zum Beispiel das Know-how erhalten über zig Generationen, dass dort solch ein Lager liegt? Das ist sozusagen eins von den Dingen, die ja auch schon angesprochen worden sind. Aber der zentrale Punkt ist, wie halten wir eigentlich die Aufmerksamkeit in Politik und Gesellschaft für dieses Thema aufrecht, dass es nicht als ein Randthema gesehen wird. Und eine Möglichkeit besteht, dass wir weiterhin Bundesregierungen haben und Ministerien, die sich so intensiv um das kümmern. Also das ist jedenfalls euch gelungen. Ihr habt einfach, seid an dem Thema dran geblieben in den letzten Jahren. Und das ist wirklich nicht selbstverständlich gewesen, weil manche wollten es ja auch gerne erstmal alles vertagen in diesem Prozess. Nein, wir müssen uns jetzt auf den Weg machen und den auch konsequent verfolgen. Vielen Dank. Herr Mieler hat sich gemeldet und danach kommt Herr Weber von Klar. Herr Mieler. Ja, herzlichen Dank. Ich wollte noch mal auf diese Beteiligung und Transparenz hin. Wir haben, also auch wenn ich da nicht wirklich selber eine Lösung für habe, aber wir haben das Problem, dass es extrem viele Akten mittlerweile gibt. Das ist eine wahnsinnig komplexe Materie. Diese Fachkonferenzen sind wild zusammengewürfelt. Wir haben einen großen Anteil von Vertreterinnen und Vertretern der bayerischen Kommunen als stimmgewichtig und natürlich sehr stark fokussiert, dass man möglichst kein Endlager in Bayern errichtet. Und dann gibt es, also es gibt einfach diese, wir haben natürlich Geologinnen und Geologen, es gibt aber diese riesige Menge an Daten und eigentlich kann ehrenamtlich da niemand hinterher. Wenn man reingeht in die Daten, teilweise sind sie komplett geschwärzt, teilweise sind sie offen, aber es ist einfach ein solcher Wust an Daten, der glaube ich, ohne
diese Reduktion, ohne die wirkliche Reduktion auf weniger Teilgebiete, gar nicht das Interesse erzeugen kann, dass sich Ehrenamtliche da wirklich reinfuchsen. Sondern ich glaube momentan, das ist die riesige Schwäche von diesem Zwischenbericht, dass er eigentlich Interesse verhindert, weil keine Betroffenheit da ist. Also ich glaube, dass das, auch wenn man den natürlich vom Base oder so nicht beeinflussen kann, aber dass dieser Bericht uns die Beteiligung, den Beteiligungsprozess bei der ganzen Endlagersuche ziemlich erschwert. Sie haben ja jetzt vor kurzem nochmal dann verkündet, dass in 4 Teilgebieten die Verfahren erprobt werden sollen. Vielleicht können Sie darauf nochmal eingehen, weil da ist ja auch das Tonteilgebiet jetzt betroffen. Mhm. Herr Kahn, möchten Sie starten? Ich direkt darauf ein, gerne. Mhm. Das mache ich. Also das, was Herr Milat anspricht, ist natürlich in der Tat eine echte Schwierigkeit. Also wie schaffen wir eigentlich die Spreizung zwischen denjenigen, die sich von Berufswegen mit dem Thema Endlagerung beschäftigen und den vielen Ehrenamtlichen, die Interesse haben, dieses Verfahren zu begleiten? Das Problem oder die Herausforderung ist, es ist ein wissenschaftsbasiertes Verfahren. Das heißt, das Verfahren muss gewissen Grundsätzen folgen und auch die Arbeit der BGE muss gewissen Grundsätzen folgen. Und da können wir auch keine Abstriche machen in der Darstellung. Da müssen wir uns nutzerorientiert ausrichten. Da haben Sie recht, wenn Sie sagen, meine Güte, diese vielen Daten, diese großen Berichte, das ist was, wo es zukünftig besser werden muss, wo wir andere Zugänge schaffen müssen, um tatsächlich Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtlern die Möglichkeit eines einfacheren Zugangs zu ermöglichen. Ich werbe immer noch auch für das nationale Begleitgremium und dafür das NBG auch zu nutzen, als Ansprechpartner in unsere Daten reinzuschauen, dort, wo Daten noch nicht veröffentlicht wurden. Wir sind ja dabei, einen Großteil der Daten dank des Geologiedatengesetzes auch zu veröffentlichen. Bei den Ausschusskriterien sind wir jetzt bei 87%. Da kommen wir also deutlich weiter und trotzdem kann ich das grundsätzlich verstehen. Der Punkt der großen Teilgebiete und verhindert das eigentlich Beteiligung, das habe ich schon häufiger gehört, Herr Milat, und ich würde dem deutlich widersprechen. Die Tatsache, dass wir so viele Menschen in der Bundesrepublik haben, die sich mit Endlagen beschäftigen, wahrscheinlich so viele wie noch nie zuvor, zeigt doch eigentlich, dass das Gegenteil der Fall ist. Ich verstehe Ihren Punkt der mangelnden Betroffenheit. In der Tat, bei mehreren 10.000 Quadratkilometer großen Teilgebieten gibt es wenig sehr konkrete Betroffenheit. Aber wissen Sie, der Vorwurf wäre genau andersherum und den erleben wir jetzt gerade bei der Methodenentwicklung, dazu komme ich gleich. Je später wir mit Beteiligung einsteigen und je regional eingeengter wir auch Gebiete ausweisen, desto größer wird der Vorwurf, warum habt ihr uns nicht vorher beteiligt? Verstehen Sie? Und das ist so ein bisschen mein Punkt, wo ich auch denke, damit müssen wir gemeinsam umgehen als Bundesinstitution und sicherlich auch als Öffentlichkeit. Aber trotzdem, Sie haben recht mit dem Punkt, schafft Formate, schafft Zugänglichkeiten, um Ehrenamtlern es nicht dazu unmöglichen, an dem Verfahren teilzuhaben, ja über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Die Gebiete zur Methodenentwicklung haben Sie gerade angesprochen. Ich bin dankbar, dass Sie mir die Chance geben, das nochmal darzustellen. Das ist auch so ein kommunikatives Thema, was eine große Herausforderung ist für uns, insbesondere als BGE erstmal. Worum geht es? Es geht ganz einfach darum, dass wir in Schritt 2 jetzt Eingrenzungsinstrumente haben in Form der repräsentativen vorläufigen Sicherheitsuntersuchungen, der geowissenschaftlichen Abwägungskriterien und der planungswissenschaftlichen Abwägungskriterien. Und wir jetzt Methoden entwickeln müssen, wie wir diese Instrumente, die uns von Gesetzes- und Verordnungsseite vorgegeben wurden, wie wir die anwenden. Wir wollen das nicht tun hinter verschlossenen Türen, sondern wir wollen das vor den Augen der Öffentlichkeit tun und haben jetzt zu einem sehr frühen Zeitpunkt gesagt, wir wollen auch öffentlich machen, wie wir das machen. Ja, wie wir das machen und das heißt auch, wo wir die Methoden entwickeln. Wir haben also insofern bekannt gegeben, dass es 4 Teilgebiete gibt, die wir uns jetzt anschauen, um dort Methoden zu entwickeln. Die Methoden, die wir dann entwickeln, müssen repräsentativ sein für alle 90 Teilgebiete. Das heißt also, die Gebiete, und dazu zählt das Teilgebiet im Opalinuston, das Sie gerade angesprochen haben, sollen durchschnittlich geeignet sein. Sie sind nicht besonders gut oder nicht besonders schlecht geeignet. Sie sind variantenreich in ihren Eigenschaften, sodass wir möglichst viele Eigenschaften abdecken könnten, zum Beispiel für den Ton, den wir bei Ihnen eben vorfinden, wo wir sagen können, wenn wir eine Methodik entwickeln, die robust ist, mit der wir die Sicherheitsuntersuchungen durchführen können, die auf das Teilgebiet in ihrer Region
Region Anwendung findet, dann können wir davon ausgehen, dass wir die auch übertragen können auf andere. Es geht also jetzt nicht darum, Teilgebiete herauszuheben und zu sagen, ihr seid besser oder schlechter geeignet, sondern wir müssen alle 90 Teilgebiete nach gleichen Maßstäben mit den gleichen Methoden behandeln. Wenn ich sage mit den gleichen, es wird sehr wahrscheinlich unterschiedliche Methoden zwischen den Wirtsgesteinen geben müssen. Deswegen haben wir uns entschieden, im Salz einmal das flachlagernde Salz uns anzuschauen und einmal eine steilstehende Salzstruktur, also einen Salzstock, dann den Opalinuston und das große kristalline Teilgebiet 009, das ja von Sachsen über Bayern und Baden-Württemberg auch reicht, um das hier zu entwickeln. Kommunikativ eine ganz, ganz große Herausforderung, weil der Eindruck entsteht, hier wären Gebiete herausgehoben worden, die jetzt zuerst bearbeitet würden. Das ist nicht der Fall. Wir wollen so früh wie möglich, und wir haben uns letzte Woche darauf vereinbart, dass wir uns mit diesen Gebieten, dass wir uns diese Gebiete jetzt anschauen und daran die Methodenentwicklung eben auch machen, haben das also sofort zur Kenntnis gegeben, zu einem sehr, sehr frühen Zeitpunkt, und werden dann die Zwischenstände dieser Arbeiten der Methodenentwicklung auch im März des nächsten Jahres veröffentlichen. Auch das wollen wir nicht hinter verschlossenen Türen machen. Auch das werden wir Ihnen vorstellen. Normal, ich glaube, in Sachen Kommunikation haben wir als BGE immer viel zu lernen, ganz bestimmt, und auch an diesem Beispiel viel zu lernen. Aber um das nochmal zu erklären, es geht also wirklich nur um Methodenentwicklung, und diese Methoden werden dann auf alle Teilgebiete ausgerollt und dort angewendet. Vielen Dank. Ja, Herr König. Ja, ich bin froh, Herr Karnitz, dass Sie nochmal unterstreichen, dass da gerade sozusagen mehr noch Nachvollziehbarkeit bei den Darstellungen jetzt angestrebt wird. Das ist ja auch das, was sozusagen Sie lernen und was wir, glaube ich, auch dringend brauchen, um Beteiligung noch besser auch für gerade in Anführungsstrichen Laien zu ermöglichen. Aber ich möchte kurz darauf hinweisen, dass diese jetzige Phase nicht dazu dient, eigentlich, und das war so angelegt, im Detail sich über sozusagen die genauen Grenzen im Detail auseinanderzusetzen. Dazu braucht man wirklich ganz andere Expertise, sondern es ging nach dem Wunsch auch des Gesetzgebers aufgrund der Empfehlung der Endlagerkommission darum, ein Verfahren zu verstehen für die Vorbereitung auf die Konzentration in den sozusagen Standortregionen. Und ich habe vorhin darauf hingewiesen, das ist für uns eigentlich der zentrale Punkt. Dort beginnt eigentlich sozusagen eine ganz andere Form dann auch der Beteiligungsmöglichkeit mit eigenen Geschäftsstellen, mit Mitteln, die bereitgestellt werden, um selber Expertise heranzuholen, etc. pp. Und jetzt sind wir in einer sozusagen Brückenzeit von diesen Ergebnissen, die ja gerade auch vom BUND immer gefordert worden sind, sehr frühzeitig bekannt zu machen, dass nicht hinter verschlossenen Türen schon Fakten geschaffen werden innerhalb der BGE, sondern dass eben dieser Zwischenstand zur Diskussion gestellt wird. Und nicht mehr und nicht weniger. Und diese Kritik, die jetzt kommt, ist einfach erwünscht, um eben sozusagen diese Kritik auch einarbeiten können in das weitere Verfahren bei der Ausweisung von Standortregionen. Mein Problem ist, wenn diese Kritik sozusagen nicht konstruktiv ist in Richtung, was kann man besser machen, sondern in Vernichtung. Ich nenne es überspitzt auch so. Auch das erfahren wir, wo alles angeblich sozusagen im Verfahren nicht ausreichen. Ich glaube, das schreckt eher die Personen ab, die wir erreichen wollen, nämlich die sagen, komm, es lohnt sich da in diesen Prozess schon jetzt einzubringen. Aber nochmals, der eigentliche Punkt der Beteiligung eben im Konkreten, in der Auseinandersetzung, beginnt in der Phase 2 und in der Vorbereitung, wenn diese Standortregionen ausgewiesen werden sollen, also vor der Phase 2 ist es ja schon, wenn eben sozusagen diese Konzentration stattfindet. Und dann werden wir natürlich eine ganz andere aus ihrer Sicht Betroffenheit erzeugen, weil nämlich dann eben das wird realer dann auch wirklich in der Frage, kommt unsere Region wirklich in Betracht? Jetzt ist es eigentlich mehr ein Bericht, der eher Bereiche ausschließt und nicht welche fokussiert. Das ist ja auch immer so ein Missverständnis, was da häufig existiert. Also von daher, lassen Sie uns dran arbeiten, dass das noch transparenter, besser wird, wo wir dann sozusagen gemeinsam einwirken können. Aber verwechseln wir nicht sozusagen den Status, in dem wir uns befinden. Hier geht es nicht um Detailfragen, sondern hier geht es um das Verstehen des Systems. Das war, glaube ich, auch immer ein Ansatz, als wir dieses Standortauswahlverfahren ja neu aufgesetzt haben, dass es ein selbstlernender Prozess ist. Und ich glaube, selbstlernend heißt, dass man tatsächlich konstruktiv versucht, auch diesen Prozess zu gestalten und um nochmal das Wort Verantwortung auch im Mund zu nehmen, das ist, glaube ich, einfach wichtig, auch eine Lösung am Ende zu haben, und das beinhaltet das, und ich bin auch nochmal sehr dankbar. Ich würde aber gerne auch nochmal Frau Dreyer fragen, weil jetzt vom BUND kam ja, das ist zu viel Arbeit und ehrenamtlich, und sie macht es ehrenamtlich seit vielen Jahren, jetzt auf einer anderen Seite, in einem anderen System im Prinzip,
Rosi Dreyer, wie empfindest du das? Wie beurteilst du das? Welche Erfahrungen hast du damit gemacht? Ja, erstmal, was heißt Partizipation? Was heißt jetzt Beteiligung? Jetzt an der Schweizer Endlagersuche. Das heißt nicht Mitbestimmung, sondern das heißt Mitsprache. Also Mitsprache, Möglichkeiten bei der Anordnung, bei der Konfiguration von der einzelnen Anlageteile, von der Oberflächeninfrastruktur. Wir werden auch beteiligt beim Einbringen von regionalen Interessen. Also wir sind die Spezialisten für unsere Region, weil wir hier wohnen. Also das ist erstmal so, was da möglich ist. Auch wir stöhnen seit 10 Jahren schon unter der umfangreichen Skriptum, was wir studieren müssen. Ich meine, wer an dieser Partizipation teilnimmt, der hat schon auch ein Interesse daran, der sieht darin wirklich, so wie man es jetzt oft gehört hat, und das gefällt mir sehr gut, sieht darin eine gesellschaftliche Aufgabe, die bewältigt werden muss. Und da muss man Einsatz bringen. Das ist so das eine. Also ich denke so, es lebt so auch ein bisschen so vom Idealismus. So, ja, und auch, dass man da sehr viel dazulernen kann. Und es betrifft die eigene Region. Das ist so das eine. Ich erlebe das so ein ganz großes Bemühen im Schweizer Verfahren, dass man hochwissenschaftliche Erkenntnisse und Abhandlungen, dass man das doch dann auch so verständlich macht, dass es verständlich wird. Also für uns in der Regionalkonferenz, ich denke, da hat die NAKRA, die können das. Die können wirklich so erklären, dass man vielleicht nicht alles versteht, aber dass es so nachvollziehbar wird. Ja, das ist so, in unserer Fachgruppe, ich bin in der Fachgruppe regionale Entwicklungen, das sind wir auch nicht so unter uns, also wir Bürgerinnen und Bürger, da haben wir auch eine Fachbegleitung. Also das ist in unserem Fall, sind es Planerinnen und Planer, die uns immer wieder sagen, so und so und so. Also wir werden so ein bisschen, wir bringen unsere eigene Idee ein, aber wir sind auch froh, dass uns da jemand so an der Hand nimmt. Und ich merke schon, ich bewege mich da in der Schweiz im System, so im Milizsystem, eine starke Beteiligung, eine starke Verantwortung auch von der breiten Öffentlichkeit. Ja, also ich denke, das ist mit Anstrengungen, das ist zu meistern. Vielen Dank. Jetzt, Herr Weber, Sie sind dran. Ja, danke schön fürs Wort. Danke auch nochmal für die Veranstaltung. Wir sind aus Deutschland. Klar, e.V. ist ja eigentlich bekannt bei den Herren und bei Damen und Herren. Herr Weber, ich bin Gründungsmitglied. Das muss ich jetzt hier nochmal sagen. Genau, ich gehöre zu den Gründungsmitgliedern. Hoffen Sie, bleiben Sie es auch. Es sind jetzt halt heute Abend sehr viele Allgemeinplätze gefallen. Das Einzige oder viel Konkretes kam, Gott sei Dank, von Rosi Dreyer, die ja in der Nachbarschaft von uns arbeitet. Ich habe eigentlich zwei konkrete Fragen. Das eine ist nochmal, wir haben ja eigentlich wissenschaftlichen Support durch die staatlichen geologischen Dienste in den verschiedenen Bundesländern. Bei uns in Baden-Württemberg ist es nun das Landesamt für Geologie und so weiter in Freiburg. Und ich habe an einer Veranstaltung im April mitgemacht, da war der Herr Kanitz auch dabei, wo die Wohnung ganz, ganz energisch gefordert wurde, dass nun dieser Zwischenbericht nochmal überarbeitet wird und bis Ende des Jahres, es ist wirklich ein Termin gesetzt worden, ist auch eine Frage an Herrn König als Aufsichtsbehörde, bis Ende des Jahres einfach dieser Zwischenbericht überarbeitet ist und die Teilgebiete verkleinert werden. Ansonsten können nicht mal unsere Hochwissenschaftler damit arbeiten. Das ist die erste Frage, warum mir bisher noch keine Antwort seit April erfolgt ist von der BGE und auch nicht von der Base. Das zweite, also das ist Transparenz natürlich auch. Und der zweite Frage zur Transparenz ist das mit diesen Modellregionen. Wir haben schon den energischen Zeitungsberichte gehört aus Thüringen, sogar bis zum Ministerpräsidenten. Ist das bei uns ähnlich gelaufen, dass die Landräte und die Gebietskörperschaften und die entsprechenden Politiker nicht informiert wurden vor dem 5.7., dass sie zur Modellregion
erkoren sind, sowas verstehen wir einfach nicht unter Transparenz. Also wenn nicht mal die führenden Vertreter einer Region im Vorfeld informiert werden, dann haben sie auch keine Chance, hier mitzuwirken in der Vertrauensbildung. Im Gegenteil, Sie haben es jetzt in Thüringen erlebt, es kommt die volle Konfrontation. Und noch was Letztes an Herrn König. Konstruktive Kritik können wir, die wirklich intensiv in diesen Dingen arbeiten, nur machen, wenn wir Informationen haben, die wir bekommen und die wir auch verstehen. Wenn einfach Dinge vorgesetzt werden, die wir an denen wir nicht teilnehmen konnten in dem ganzen Prozess, und das ist immer diese dringende Bitte, warum sind wir in den Prozessen zu bestimmten Haltepunkten nicht dabei, dann fällt die Kritik halt manchmal nicht konstruktiv aus. Und es geht eben auch in eine Ebene, die absolut nicht fruchtbar ist. Ich weiß nicht, ob ich mich, Sie schauen ein bisschen skeptisch, Herr König, aber es ist ein wirkliches Problem, dass wir nicht mitgenommen werden. Und wenn wir nicht mitgenommen werden in jedem einzelnen Teilschritt, dann fällt diese Kritik eben auch nicht immer konstruktiv aus. Dankeschön. Danke, Herr Weber. Wolfram König, willst du gerade auf antworten? Naja, das ist ja sozusagen erstmal an die BGE gerichtet, was jetzt die Frage, ja. Aber nur zum Letzten. Natürlich gucke ich skeptisch, weil ich nicht weiß, was Sie meinen. Weil das ist eben genau sozusagen im Allgemeinen bewegen wir uns da. Sie werden nicht mitgenommen, das gibt an den Haltepunkten. Ich glaube, das ist etwas, was konkret gesagt werden muss. Wo werden Sie nicht mitgenommen, damit wir gucken können, gibt es Möglichkeiten, danach zu justieren? Das Verfahren ist so aufgestellt, dass in einmaliger Form alles dokumentiert wird. Übrigens, es geht nichts verloren. Auch jetzt übrigens in dem gesamten Prozess der Fachkonferenz ist nicht nur das nachher sozusagen verankert, was in der Fachkonferenz geäußert wird, sondern ist vom ersten Tag an. Seit September, seit Anfang Oktober gibt es eine Online-Konsultation, die sicherstellt, dass jede Stimme mitgenommen wird und auch dokumentiert wird. Das heißt, wir haben ein geordnetes Verfahren, das ist übrigens formal festgelegt in der Fachkonferenz. Sie müssten das einfach konkretisieren, wo Sie nicht mitgenommen worden sind. Das nicht verstehen, darauf haben wir schon gesagt, ist ein echtes Problem. Also wie schaffen wir es, sehr komplexe Sachverhalte, oder was heißt wir, also sozusagen von Seiten der BGE, wir müssen darauf achten, dass das eben als Beteiligungsführung dargestellt wird. Wie schafft die BGE es sozusagen möglichst viel verständlich darzustellen, was eigentlich wissenschaftlich sehr komplex ist? Das ist ja angesprochen worden, der NACA, ist das gelungen, wie Sie gesagt haben, Frau Dreyer? Da haben wir noch Nachholbedarf offenbar bei der BGE und auch bei uns. Also wir sind ständig dabei zu überlegen, wie können wir da noch besser werden. Aber Sie müssen es einfach konkretisieren, das meine ich damit, wo Sie sich nicht mitgenommen fühlen, damit wir darauf reagieren können oder deutlich machen, dass wir einfach unterschiedliche Sichten auch haben in den Abfolgen. Das ist sozusagen meine Bitte. Vielen Dank. Jetzt, Herr Karnitz, sind Sie dran. Ja, danke schön. Danke schön, Herr Weber, für die Fragen. Sie sprechen eine Veranstaltung an mit den Geologischen Landesdiensten. Ich will hier erstmal sagen, wir sind dankbar, dass wir die geologischen Landesdienste haben. Und ich kann mich an Diskussionen in der Endlagerkommission erinnern, da ging das noch anders herum. Also da waren es Diskussionen, ob denn diejenigen Länder, die nicht mitmachen wollen, möglicherweise ihre Landesdienste anweisen, nicht die richtigen Daten zu liefern. Da können wir gemeinsam sagen, das hat nicht stattgefunden. Die Landesdienste haben ihre Rolle und zwar durch die Bank alle erfüllt, unabhängig davon, was politisch gesprochen wurde, haben die Landesdienste das getan, was sie tun mussten. Es hat dann zum Zwischenbericht viele Anmerkungen der Landesdienste gegeben und ich will mal sagen und festhalten, das, was ja häufig nicht gesagt wird und was nicht rüberkommt, die Landesdienste sagen in ganz überwiegender Art und Weise, ist das nachvollziehbar, ist es das, was das Gesetz vorgegeben hat und ist es das, was wir jetzt auch erwarten durften und erwarten konnten. Aber wir haben Fragen und wir haben Hinweise. Im Norden eines Teilgebietes glauben wir, dass die Mindestmächtigkeit nicht erfüllt ist, beispielsweise.
Oder im Süden ist sie nicht erfüllt. Ich sehe auch, und da müssten wir Frau Schwarzel-Sutter vielleicht auch gleich nochmal auf die Fragen im Chat eingehen. Da sind viele Fragen an mich nochmal adressiert worden. Ja. Die würde ich gleich auch nochmal machen, wenn Sie mir die Gelegenheit dazu geben. Aber da geht es auch um solche Themen, konkrete Bohrungen, die dort berücksichtigt wurden oder nicht. Die Landesdienste haben, und da bin ich dankbar, einen Teil der Arbeiten aus Schritt 2 schon für uns gemacht, wenn man so will. Nämlich, sie haben auf dem Weg zu den Standortregionen für sich auch Eingrenzungen vorgenommen anhand von vielen Bohrungsdaten, die sie im Einzelnen ausgewertet haben. Das ist auf der Veranstaltung diskutiert worden. Es gab den halb ernst, halb spaßig gemeinten Kommentar des Kollegen aus Bayern, von Herrn Dr. Eichhorn, den Sie ansprechen. Ja, dann überarbeitet doch den Zwischenbericht eben bis Ende des Jahres. Ich habe dort erklärt und ich habe auch im Nachgang Herrn Eichhorn erklärt, warum das nicht möglich ist. Wir werden eine Überarbeitung machen, und zwar im Standortregionenbericht. Das sieht das Gesetz und das Verfahren genauso vor. Sie können einen Zwischenstand nicht überarbeiten, sondern der Zwischenstand ist der Zwischenstand, in dem wir Methoden entwickelt haben, in denen wir Daten angewendet haben und in dem es auch Unzulänglichkeiten gibt, die in der Fachkonferenz aufgezeigt werden, die uns durch die Landesdienste aufgezeigt werden. Im Übrigen ist es eben nicht so einfach zu sagen, übernimmt mal einfach die Meinung der Landesdienste, denn wir sind längst nicht überall einer Meinung mit den Landesdiensten, sondern wir haben viele Punkte, wo wir auch mit den Landesdiensten jetzt im Diskurs sind. Das, was ich anbiete und was wir öffentlich angeboten haben, ist, die Landesdienste in Schritt 2 intensiv zu beteiligen, beispielsweise bei der Geosynthese. Das Rollenverständnis ist sehr klar. Die Frage der Endlagerfähigkeit und Eignung, die muss die Vorhabenträgerin erst einmal vorstellen. Da kann ich nicht den Landesdiensten sagen, mach das mal. Aber bei der Frage, wo gibt es Wirtsgesteinsvorkommen und wo gibt es sie nicht, da ist es, glaube ich, klug und richtig, auf die regionale geologischen Sachverstände in Form der Landesdienste auch zurückzugreifen. Wir sind im Kontakt mit den Landesdiensten, wir sind im Kontakt mit dem Herrn Eckhardt, dem Leiter des Landesdienstes in Baden-Württemberg, der in der Gestalt gerne mitarbeiten möchte. Also ich kann Ihnen versichern, es gibt da eine sehr konstruktive Zusammenarbeit. Ich weiß, dass andere Länder das anders sehen. Also es wird möglicherweise eine differenzierte Bearbeitung geben müssen. In Baden-Württemberg haben wir da eine sehr konstruktive Auseinandersetzung. Und zu der Frage, gibt es denn mal eine Antwort von der BGE, Herr Weber, kann ich Ihnen sagen, ja, wir haben eine Einordnung der Stellungnahme der Landesdienste gemacht. Die ist auch veröffentlicht worden. Insofern gibt es eine erste Einordnung dieser wissenschaftlichen Stellungnahme. Und ich finde, das sollten wir weiterhin auch forcieren, das sollten wir leben, dieses Zusammenspiel zwischen den Landesdiensten und der BGE. Bei den Modellregionen kann ich Ihnen sagen, doch, die Landkreise waren selbstverständlich von uns informiert. Insofern stimmt dieser Vorwurf nicht, dass es hier keine Information gegeben hat. Aber ich sage auch, es ist natürlich unglaublich kurzfristig gelaufen, weil es bei uns intern erst in der letzten Woche besprochen worden ist, zu sagen, lasst uns mal an diesen Gebieten das Ganze erproben tatsächlich die Methoden entwickeln, sodass es sehr kurzfristig eine Information der Landkreise gegeben hat und im Anschluss dann eben auch der Öffentlichkeit. Und dann, Frau Schwarze-Sutter, also wann Sie mögen, würde ich nochmal auf die Fragen eingehen, die ich im Chat sehe. Ja, da waren ja nochmal die Tiefe. Wir können gerade da nochmal drauf eingehen, bitte, Herr Karnitz. Dankeschön. Dann mache ich das gerne nochmal von oben nach unten. Also da geht es eben in der Tat, so ein bisschen bin ich drauf eingegangen, zuerst um die Frage, welche Daten, aus welchen Daten kann man die Mächtigkeit des Opalinustons eigentlich ablesen. Wir haben verschiedenste Daten verwendet und berücksichtigt. Wir haben aufgesetzt auf dem dreidimensionalen Landesmodell von Baden-Württemberg, das uns vom Geologischen Landesdienst zur Verfügung gestellt worden ist. Wir haben das verschnitten mit Karten und Bohrungen, nicht mit allen. Das heißt also, die Aussage, es ist ein Teilgebiet mit einer maximalen Mächtigkeit von 300 Metern im Opalinuston, heißt nicht, dass wir überall im Opalinuston 300 Meter Mächtigkeit haben. Insofern haben Sie recht, wenn Sie sagen, es gibt doch Bohrungen, die zeigen, dass wir eine Mindestmächtigkeit haben, die geringer ist. Das stimmt. Sondern die Aussage ist, wir finden in diesem Teilgebiet Wirtsgesteinsvorkommen, die ausreichend mächtig sind, nämlich mindestens 100 Meter, um dort ein Endlager zu errichten. Und das, was jetzt in den nächsten Phasen folgen muss, ist eben der konkrete Nachweis, an welchen Stellen diese Mindestmächtigkeit auch erreicht ist. Was bedeutet es konkret? Erhalt der Barrierewirkung ist erfüllt. Das ist eine Frage, die von Frau Matt gestellt wurde. Das ist im Prinzip eine Generalklausel bei den Mindestanforderungen, die uns aufgibt, festzustellen, ob es Erkenntnisse gibt in dem jeweiligen Gebiet, dass die Mindestanforderungen Gebirgsdurchlässigkeit, Mächtigkeit, Tiefe des einschlusswirksamen Gebirgsbereiches und Fläche des Endlagers dauerhaft erfüllt sind. Also es ist immer wieder das Vorsorgeprinzip. Ihr dürft nicht nur einen Standort auswählen, der heute sicher ist, sondern ihr müsst denjenigen auswählen, der dauerhaft die bestmögliche Sicherheit gewährleistet. Und das ist im Prinzip die Prüfschleife, die über dieses Kriterium 5 in den Mindestanforderungen behält
der Barrierewirkung abgebildet wird. Wieder die Bergbarkeit über 500 Jahre, wie stellt man das sicher in Wirtsgesteinen, die plastisch sind? Das ist in der Tat eine große Herausforderung. Herr König hat ja beschrieben, dass es sich nicht darum handelt, ein Endlagerbergwerk offen zu halten dauerhaft, sondern es wird sicher verschlossen. Und wir müssen dann aber in der Lage sein, ein neues Bergwerk aufzufahren. Wir müssen genau wissen, wo sich die Behälter befinden. Und der Behälter muss eben nach 500 Jahren trotz Gebirgsdruck in der Lage sein, dann auch zurückgeholt werden zu können. Das ist Anforderung der Dokumentation. Aber das ist vor allen Dingen ja auch eine Anforderung an das Bergwerk, das minimalinvasiv aufgefahren wird. Sehr, sehr kleine Hohlräume, die nach kurzen Standzeiten, nachdem wir das Endlager dann beladen haben, sicher verfüllt werden, um die Gebirgsstabilität und Hohlraumstabilität wieder herzustellen. Dann ist nochmal die Frage, wie groß der Reduktionsanteil sein würde, wenn wir die maximale Teufe reduzieren. Das kann ich aus dem Kopf tatsächlich nicht sagen, aber Sie fragen dort auch, wie denn die maximal angesetzte Tiefe begründet wird von 1500 Metern. Die 1500 Meter, das ist eine, wenn man so will, maximale Tiefe, die sich aus mehreren Indikatoren ergibt. Zum einen der bergmännischen Erschließbarkeit. Es wird einfach ab großen Teufen irgendwann deutlich schwieriger, ein Endlagerbergwerk, nicht eine normale Bohrung, sondern ein Endlagerbergwerk zu errichten. Und das Zweite, das ist das Thema der Wärmeentwicklung und der Temperaturabführung. Je größer die Tiefe, desto wärmer wird das ganz grundsätzlich. Die Abfallstoffe sind wärmeentwickelnd und das Gebirge muss in der Lage sein, überhaupt noch die Wärme abzuführen. Wenn das Gebirge wärmer wäre als die Abfälle, dann wäre das nicht gewährleistet. Und das ist der Grund, warum wir in verschiedenen Diskussionsrunden mit unterschiedlichen Institutionen hier auf diese 1500 Meter eben auch Suchtäufe erst einmal gekommen sind und sagen, in diesem Suchraum muss das Ganze gefunden werden. So, und jetzt glaube ich, bedanke ich mich erstmal für den positiven Kommentar, den Herr Sander noch gemacht hat, rechts im Chat, und bin aber ansonsten für den Moment erstmal fertig. Vielen Dank. Jetzt habe ich eine Hand vom Herrn Tritschler, aber ich sehe ihn nicht. Herr Tritschler, ich hoffe, ihr könnt mich hören. Ja, wir hören Sie. Ja, die Frage nach der Teufe habe ich deswegen gestellt, weil ich aus den Erfahrungen bei der Schweizer Regionalkonferenz festgestellt habe, dass die Schweizer schon ab 800 Meter maximale Tiefe nicht nur Bauchschmerzen, sondern Notfallstation bekommen. Also die begrenzen ihre Suche definitiv auf sicher unter 1000 Meter. Und das ist doch ein großer Unterschied zu den angesetzten 1500 Metern, die Sie in Deutschland ansetzen. Ja, vielen Dank. Vielleicht dazu noch einmal ganz kurz. Also das folgt im Prinzip dem Grundsatz, ich will nicht sagen im Zweifel für den Angeklagten, aber genau das ist es ein Stück weit. Wir wollen den besten Standort nicht zu früh im Verfahren verlieren, indem wir die Suchteufe zu sehr begrenzen. Diese Frage der praktischen, also der Betriebssicherheit vor allem, wird berücksichtigt jetzt in den nächsten Verfahrensschritten. Die Sicherheitsuntersuchungen sind genau das Instrument, um jetzt im Prinzip die Verbindung zwischen Geologie und Bergwerk, also Technik, herzustellen. Und da kann es, Herr Tritschler, gut sein, dass wir zu ähnlichen Erkenntnissen kommen und sagen, wir müssen die Suchteufe nochmal weiterhin begrenzen. Aber es darf uns eben jetzt nicht passieren, dass wir einen tieferen, wunderbar geeigneten eine wunderbare geologische Formation deswegen verlieren. Daher die etwas größere Begrenzung. Das kann aber zu einer weiteren Eingrenzung in den nächsten Verfahrensschritten führen. Und wir sind auch dazu im Austausch mit der NAGRA. Das ist mir auch nochmal wichtig. Wir tun das nicht im Blindflug. Wir tun das nicht alleine, sondern wir wollen auch lernen, auch in Sachen Öffentlichkeitsbeteiligung, selbstverständlich von dem Schweizer Verfahren. Insofern stehen wir da auch im Austausch. Und das Thema Suchtiefe wird mit denen gerne auch nochmal besprochen. Prima. So, jetzt habe ich, glaube ich, sehe ich keine Hand mehr, keine Fragen mehr, alle Fragen offen. Im Chat gucke ich gerade nochmal. Hat sich jetzt der Niemand verabschiedet, das war die Antwort im Chat. Da habe ich nochmal eine Frage. Weil sich das doch unterscheidet zwischen Deutschland und der Schweiz. Und vorher kam ja mal die Frage der Finanzierung auf. Und das ist immer so ein Punkt. Das eine ist die geologische Formation. Wir haben die Behälter. Es gibt sichere Lösungen. Es gibt sicherste und wahrscheinlich auch kostspieligere Lösungen. Ich fände es mal wichtig, wenn man auch darstellt, nicht nur was jetzt im Haushalt eingeplant ist, sondern wie wir es neben der organisatorischen Aufstellung getan haben in der letzten Legislatur, dass wir auch die Finanzierung der Endlagerung gesichert haben.
glaube, das ist nochmal ein wichtiger Punkt. Da wäre mir jetzt das vielleicht auch nochmal wichtig. Aber Frau König, möchtest du nochmal drauf eingehen? Ja, ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Ich hatte ja das Vergnügen, über lange Zeit selber Betreiber zu sein von den Bergwerken. Und es war immer eine Auseinandersetzung mit den Abfallerzeugern. Was ist notwendiger Aufwand, wie das so schön hieß? Also was wird refinanziert aus den Rückstellungen der Energieversorgungsunternehmen? Sodass schon, ich glaube, 2002 habe ich mal einen Artikel geschrieben, es dringend notwendig ist, dieses zu entkoppeln und diese Finanzen einfach insolvenzsicher aufzumachen. Das waren ja auch Erfahrungen, dass große Stromkonzerne in der Welt plötzlich Konkurs gehen konnten und damit diese Rückstellungen für die Entsorgung ja zumindest in Gefahr geraten wäre. Und daraus ist die Schlussfolgerung gezogen worden in dem Gesamtpaket der Neuaufstellung der Verantwortung für die Endlagerfrage, wo einfach es für mich ganz wichtig war, dass wir eine klarere Trennung bekommen zwischen Aufsicht und Betreiber und dass es nicht mehr eine Behörde Betreiber ist, sondern ein Unternehmen, was so behandelt wird wie jedes andere Unternehmen in der aufsichtlichen Verantwortung, dass das sozusagen implementiert wird. Und es wurde eben damit auch die Finanzierungsfrage von der Bundesregierung neu angegangen, indem man nach der Empfehlung einer Kommission eben diese Rückstellungen aus dem Unternehmen herausgelöst hat, einen Betrag dafür sozusagen angesetzt hat mit entsprechendem Aufschlag. Der ist rund 24 Milliarden Euro gewesen. Und damit sind die Energieversorgungsunternehmen aus der Verantwortung entlassen worden für die Endlagerfrage, aber eben auch, das ist hinzugekommen, für die Zwischenlagerung. Da ist extra eine zweite Bundesgesellschaft gegründet worden, neben der BGE, die BGZ. Und die hat die Aufgabe, jetzt die Zwischenlager zu betreiben, sodass der Gesamtkomplex der Entsorgung mit Ausnahme des Rückbaus der Kraftwerke in einer öffentlichen Verantwortung liegt, und zwar in der Bundesverantwortung und damit auch der parlamentarischen Kontrolle unterliegt. Also das ist ja ein ganz entscheidender Punkt, dass hier eben nichts hinter verschlossenen Türen aus wirtschaftlichen Gründen passiert. Und ich mache dieses Geschäft seit 22 Jahren. Ich habe noch zu keinem Zeitpunkt erlebt, und das ist wirklich ein ganz wichtiges Moment gewesen immer wieder, dass aus Kostengründen Wege nicht beschritten worden sind, sondern das Geld hat da keine Rolle gespielt. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig auch für die Zukunft, diese Gelder zu sichern in diesem öffentlich-rechtlichen Fonds. Da gab es mal zwischendurch ja durchaus Überlegungen, vielleicht doch mal das eine oder andere daraus zu finanzieren. Das ist ein ganz hohes Gut, dass dort die Mittel angelegt sind. Die erwirtschaften ja auch einen Gewinn, sodass dann also nach 70, 75 Milliarden gerechnet bis zum Ende dieser Aufgabe zur Verfügung stehen. Ob die ausreichen, das kann heute keiner sagen. Aber es ist ein ganz großer Stock, der erstmal zur Verfügung steht, damit wir unsere Aufgaben als Bund insgesamt eben, aber eben auch in den einzelnen Aufgabenbereichen, die klar definiert sind, erledigen können. Also von daher haben wir das in der Bundesrepublik sehr vernünftig organisiert, unter parlamentarischer Kontrolle. Und vielleicht das, was ja immer wieder auch in der Grenzregion eine Rolle spielt, der Auftrag ist ganz klar. Es gibt ein Endlager für die Abfälle aus Deutschland in Deutschland. Es gibt keinen Auftrag, in irgendeiner Weise eine Einlagerung von Abfällen aus anderen sozusagen Staaten zu vollziehen. Das ist ja sozusagen, wäre ja das Hintertreiben eines ganz wesentlichen Momentums, die Menschen zusammenzubringen, so wie ich immer Kritiker war der Atomkraft und denjenigen, die das sozusagen befürwortet haben. Wenn wir das öffnen, diesen Punkt, und wieder in die Kerntechnik einsteigen oder die Landebahn herstellen wollen für den Weiterbetrieb, dann werden wir natürlich auch die Debatten nicht mehr über die Endlagerung führen, sondern wieder über das grundsätzliche Problem pro Konto Atomenergie. Und das ist zum Glück sozusagen beendet. Mit dem Abschalten nächstes Jahr der letzten Kraftwerke haben wir die Mengen begrenzt und damit auch die Größe, die wir brauchen für die Endlagerung. Das ist ja ein ganz entscheidender Punkt. Wir suchen nach einem Endlager, wo eben hochradioaktive Abfälle für diese in den Behälter liegenden 1.900 Brennelemente dann und Glasgow-Kilnen bereitgestellt werden können und gegebenenfalls noch eben ein Teil der schwachen mittelradioaktiven Abfälle, aber nicht mehr und nicht weniger. Das ist ein hohes Gut, das darf man nicht in irgendeiner Weise in Frage stellen, meines Erachtens. Vielen Dank. Und das hat jetzt doch noch mal ein paar Fragen produziert. Und zwar einmal auch wie lange ein Behälter hält und ich kann mal nachgucken und wann der erste Castor reingeht. Ich glaube, das ist auch interessant. Rosi Dreier hat ja vorhin beschrieben, es wird Oberflächenanlagen geben und es wird der Castor nicht unbedingt so, wie er jetzt im Zwischenlager steht, nachher einfach in den Boden versenkt, dass wir das nochmal klar machen. Und es war nochmal eine Frage, inwieweit die Asse auch mit berücksichtigt wird im Chat.
Ja, da gehe ich gerne drauf ein. Also wir müssen unterscheiden bei den Konzepten, wo es um die Geologie geht als wesentliche Barriere oder wo es um den Behälter und die Technik geht als wesentliche Barriere. Wir verfolgen beide Konzepte. Beide Konzepte heißt, es kann auch im kristallinen Wirtsgestein das Konzept verfolgt werden, was ja die Schweden und auch die Finnen verfolgen, in dem der sichere Einschluss gewährleistet wird, insbesondere auf Basis des Behälters, des umgebenden Materials, des Endlagerbergwerks als solchem und nur weniger Kredit genommen wird von der Geologie. In diesem Fall muss der Behälter deutlich länger als 500 Jahre halten, selbstverständlich. In den Fällen, in denen wir die Geologie als wesentliche Barriere betrachten. In den Fällen geht es darum, dass Sie keinen Radionuklidaustrag bekommen, weil Sie eine geologische Barriere haben und nichts aus dem einschlusswirksamen Gebirgsbereich ausdringen darf, das irgendwelche Grenzwerte überschreitet. Das heißt, diese beiden Konzepte müssen Sie unterscheiden und deswegen sind die 500 Jahre Lebensdauer darauf auch zu beziehen. Die Frage, ob und wann der Castor im Bergwerk verschwindet. Das Gesetz ist da klar und sagt, 2050 soll das Endlager betriebsbereit sein. Der Castor, das ist nochmal wichtig, ist ja ein Transport- und Zwischenlagerbehälter. Er ist noch nicht zwingend der Endlagerbehälter. Wir werden diese Fragen jetzt in den nächsten Verfahrensschritten auch mit untersuchen. Wir geben Ausschreibungen zu genau diesem Thema auf den Markt. Das heißt also, wir entwickeln jetzt nochmal die Fragestellung Behältermaterialien in den unterschiedlichen Wirtsgesteinen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass der Castor das kann, aber der Castor wiegt deutlich über 100 Tonnen. Er ist wahnsinnig groß, er ist wahnsinnig sperrig. Sie müssen ihn unter Tage handeln können und es ist nicht klar, ob das geht oder nicht. Diese Frage werden wir beantworten. Es kann aber gut sein, dass es eben auch andere Endlagerbehälter gibt, die dann also diese Anforderungen erfüllen müssen. Die Frage der Asseabfälle, die ist und die wird berücksichtigt im Standortauswahlverfahren. Es gibt eine Priorität, das ist wichtig, auf die HAW-Abfälle, aber wir werden in jedem Verfahrensschritt prüfen, ob an den jeweiligen Standorten oder Standortregionen auch ausreichend Fläche und Volumen vorhanden ist, um dort ein eigenes Endlagerbergwerk für die Asseabfälle aufzufahren. Im Moment gibt es keine Erkenntnisse, die darauf hindeuten, dass das nicht möglich ist. Das will ich deutlich sagen. Das Gesetz und auch die Verordnung sagt aber sehr klar, es darf sicherheitstechnisch keine Rückwirkungen zwischen diesen beiden Abfallarten geben, sondern es geht immer um die bestmögliche Sicherheit für die hochaktiven Abfallstoffe und das hat für uns natürlich auch Priorität. Ich kann vielleicht kurz ich habe die Frage auch etwas verstanden, sind die Behälter, die Castor-Behälter sicher und wie lange? Wenn das sozusagen eine Frage ist, fühle ich mich jetzt ein bisschen dafür wieder sozusagen mit im Loop, weil wir Genehmigungsbehörde auch sind für die Zwischenlager. Wir haben damals, als es darum ging, die dezentralen Zwischenlager Konzeption aufzubauen, also die Lagerung an den Kraftwerkstandorten und nicht mehr in zentrale Lager, diese Castoren erst zu verbringen und von dort wieder ins Endlager, einen Zeitfahrplan gehabt für ein Endlager in Betriebnahme 2032. Und deswegen war für mich der Punkt, den Antrag oder die Anträge an allen Standorten dem nicht gerecht zu werden, einen Dauerbetrieb für die Zwischenlager zu ermöglichen, sondern auf 40 Jahre zu begrenzen. Also die bis 2032 plus der Einlagerung, die damals Grundlage waren. Daraus ist die Begrenzung der 40 Jahre erfolgt, auch in der Betrachtung der Sicherheit der Behälter. Es gibt keine Erkenntnisse, dass die Behälter nicht über 40 Jahre hinaus sicher sein können. Nur dafür gibt es keine Nachweise. Das ist jetzt sozusagen ein weiterer Punkt, den die andere Bundesgesellschaft beantworten muss, die Zwischenlager betreibt, nämlich jetzt sich auf den Weg zu machen, rechtzeitig die Sicherheitsnachweise und die entsprechenden Forschung auch durchzuführen, wie verhalten sich die hochaktiven Brennelemente in diesen Behältern über eine jahrzehntelange Lagerung, weil die ersten Genehmigungen laufen nach 40 Jahren aus nach der ersten Einlieferung, also ersten Einlagerung. Das ist in Gorleben 2036 und auch die anderen dann sukzessiv in die 40er Jahre rein. Und derzeit sieht es so aus, dass wir jedenfalls bis dahin kein betriebsbereites Endlager haben, das eben schon diese Abfälle alle aufnehmen könnte. Und deswegen müssen wir uns auch jetzt gleichzeitig auf den Weg machen, uns der Sicherheitsfrage als Bund zu widmen insgesamt und in meiner Aufgabe als Genehmigungsbehörde nachzugucken, wie werden die Sicherheitsnachweise über diesen 40-jährigen Betriebszeitraum entsprechend geliefert. Und vielleicht nochmal da, Dieter Köpfler hatte das auch so verstanden, wann quasi mit der Einlagerung der HAW, sprich hochradioaktiven Abfälle, gerechnet wird oder wann das begonnen wird. Ich glaube, das war vorhin einmal bei der Zeitschiene ersichtlich.
Genau, das waren die 2050, ne? Das ist das, was im Moment das Gesetz eben vorsieht und wovon wir im Moment auch ausgehen. Dann hatten wir dann noch eine Frage aus dem Chat. Und zwar hatte Hauke Schneider nochmal gefragt, welche Dokumente wo quasi veröffentlicht werden und jetzt quasi ja noch so ein ja, Meterware produziert wird. Und Herr Janssen sagt, hier geht es um Dokumentenverzeichnis der Infoplattform, wo alle für das Verfahren wesentliche Unterlagen von der BGE und BES veröffentlicht werden. Hat auch gleich den Link mitgeliefert. Vielen Dank, Herr Janssen. Das ist prima. Gleich Service geboten mit Link, dann kann man es finden. Aber es ist natürlich tatsächlich so, das ist schon eine intensive Beschäftigung mit allen Materialien. Rosi Dreier hat es vorhin beschrieben. Ein bisschen Leidenschaft muss man, glaube ich, da mitbringen, im wahrsten Sinne des Wortes. So, wenn es keine weiteren Fragen gibt, sehe kein Handzeichen mehr und ich sehe keine Frage mehr im Chat. Dann darf ich mich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern ganz herzlich bedanken, insbesondere bei unseren Referenten, bei Rosi Dreier, bei Herrn Karnitz und Herrn König. Ich fand es sehr aufschlussreich und sehr interessant und auch dass Verbände dabei waren, NABU, BUND, klar, Lotti natürlich auch durch Rosi Dreier, auch viele Interessierte. Ich glaube, wir werden uns sicherlich noch mehrfach austauschen zu diesem Thema. Es läuft uns wahrlich nicht davon. Und wie gesagt, ich finde, das ist mit auch genauso eine Herausforderung wie beim Klimawandel. Da sind wir den kommenden Generationen das schuldig. Wir haben uns als Deutschland tatsächlich auf den Weg gemacht, aus der Atomenergie auszusteigen. Immer wieder höre ich und gerade heute Mittag, als ich von Berlin nach Hause flog, ja, aber das wäre doch klimamäßig doch ganz toll, wenn man weiterhin die Kerntechnik nutzen würde. Da kann ich nur sagen, nee, man kann den Teufel nicht mit dem Belzebub austreiben. Das ist nicht die Zukunft. Es dauert zu lange, bis wir auch entsprechend neue Anlagen haben. Sie sind zu teuer, aber wir haben bessere Alternativen. Und ich finde immer bei dieser ganzen Diskussion hat mich auch eins für die Zukunft geprägt oder auch motiviert, dass man eine Lösung hat, eine Alternative. Und das war damals auch bei der Namensfindung von klar, dass man durchaus das deutlich macht mit kein Leben mit atomaren Risiken, dass man auf der anderen Seite eine Alternative hat und die heißen die erneuerbaren Energien. Und da weiß ich auch, dass Rosi Dreier dafür brennt, die ganze Familie sich dafür da mit Leidenschaft genauso einsetzt. Und das ist, glaube ich, die andere Seite, dass wir diesen Ausbau der Erneuerbaren wirklich voranbringen müssen und voranbringen wollen. Wie gesagt, ich darf mich ganz herzlich bedanken. Was soll ich sagen? Bei mir zu Hause gibt es eigentlich gute Köstlichkeiten aus der Region. Ich will jetzt nicht sagen nur Kirschwasser. Es gibt auch Kirschwasser, eben der Schwarzwälder Torte, Kirschtorte. Ich werde mich revanchieren bei den Referentinnen und Referenten. Wie gesagt, möchte ich allen noch herzlich bedanken und wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend und sag einfach bis bald. Tschüss.